Hallo und herzlich willkommen zum Graustausch-Podcast Nummer 97. 97. Wir haben es tatsächlich in der Echtzeit noch nicht ins neue Jahr geschafft, ja. Aber in Podcast-Zeit haben wir es schon geschafft. Ja. Denn wir begrüßen euch zum ersten Podcast 2017. Hallo! Klingt immer noch ein bisschen surreal, das zu sagen. Das stimmt, 2016 ist schon wieder vorbei. Wie sind wir bei einer ungeraden Zahl angekommen, 2017? Ja, hoffen wir, dass 2017 ein weniger arschlochiges Jahr wird. Das stimmt. Aber letzten Endes war das doch alles, das ist so, die Welt ist so, wie sie ist. Und wir blicken jetzt auf einen etwas beängstigenden Zustand der Zukunft, nämlich es kommen einfach 5 Milliarden gute Spiele. Und von denen, die wir jetzt erzählen, sind noch nicht mal irgendwelche Indie-Titel, die einfach spontan rauskommen und sonst irgendwas, also irgendwelche Perlen, die vielleicht auch rauskommen, keine Ahnung was. Ja. Und nachdem wir uns im letzten Jahr vorgenommen haben, dass wir in einem Video die Spiele 2016 machen und es dann 3 wurden, haben wir gesagt, okay, planen wir dieses Jahr gleich 3 ein. Genau, also wir werden es jetzt versuchen so zu machen, dass wir halt uns immer wieder, wie beim letzten Mal, immer einen Titel raussuchen, darüber ein bisschen quatschen und wenn wir halt die 1-Stunde-Marke so irgendwie erreicht haben, ein bisschen drüber wahrscheinlich eher, dann machen wir halt einen Cut. Und machen dann halt den nächsten Part. Ja. Man muss sagen, 2017 wird potenziell das beste Spielejahr seit langem. Seit sehr, sehr langem. Denn man muss sagen, wir haben ja für unsere Graum Hoch Awards eine Most Wanted Liste gemacht. Und allein da sind über 20 Titel zusammengekommen, ja, die wir dann auf 20 runtergekürzt haben, damit das irgendwie noch machbar ist. Ja, hier sieht man sie. Die 20, ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, aber es sind halt wirklich 20 Titel. Ja. Wir haben sie schon runtergekürzt, damit wir auf 20 kommen, weil wir waren irgendwas mit 23 eigentlich. Und da kommen noch viel, viel mehr geile Spiele, auf die wir uns freuen. Ja. Und das ist ganz wichtig bei dieser Liste, dass alles sind wieder natürlich nicht alle Spiele, die 2017 Nein. kommen, sondern einfach welche, die für uns in irgendeiner Form eine Relevanz haben. Genau. Wie gesagt, es fehlen ja bestimmt einige Spiele, vielleicht welche, die wir noch nicht kennen, welche, die wir vergessen haben und wie gesagt, irgendwelche Indie-Spiele, Indie-Perlen, ja, wo man schon vermutet, dass sie dieses Jahr, also ja doch, dieses Jahr, wir sind ja schon dieses Jahr, meine Güte, dieses Jahr rauskommen, auch nicht, sind alle gut reingerutscht, ja, die haben wir natürlich auch nicht alle drin. Ja. Und da werden wir natürlich sehen und uns überraschen lassen auch jeweils, was da alles so rauskommt und wir werden natürlich spätestens bei unseren immer regelmäßig kommenden Format der Monatsschau darüber informiert werden, was alles in jeweiligen Monaten erscheint. Ja. Abgesehen vielleicht von Januar. Ja, und wir machen es jetzt einfach mal so, wir werden uns abwechselnd immer ein Spiel raussuchen, das werden wir dann fett markieren in unserer Liste, damit genau, wir auch nicht vergessen, welches wir haben. Und ja, dann Stück für Stück über die Spiele sprechen. Über einige werden wir sehr lange reden können, über andere eher so, ja, das kommt, wird cool, Ende. Ende. Ja, lass uns überraschen, ich würde an dieser Stelle dir die erste Wahl überlassen. Du Arsch. Du weißt ganz genau, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ja, es ist der zweite auch nicht viel besser. Doch, das ist ein viel besseres Wahl. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir eigentlich alles? Achso, kann man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben auch eine Unwahrscheinlich-Kategorie, genau, die also, wo eher 2018 oder sehr sicher 2018 ja, erst kommt, aber wir haben es trotzdem mal mit reingenommen, die Titel, genau, damit wir drüber reden können, denn wir reden gerne. Und sehr viel. Und los geht das. Ich nehme es einfach mal Scalebound. Scalebound. Why not? Scalebound, was ja für PC und für die Xbox One dann rauskommen soll, ja, soll ja ein Koop ja, Monsterjagd, Kampfspiel, irgendwie so werden, so mit aller Monster Hunter so ein bisschen. Mit dem Unterschied, dass man nicht nur als Jäger alleine ist, sondern jeder hat einen eigenen Drachen. Ja. Dieser Drache kann auch gelevelt werden, in gewisser Weise angepasst werden sozusagen. Man kann sogar Ausrüstung und Rüstungen bekommen. Genau. Pimp My Dragon. Genau, Pimp My Dragon. Mit so geilen Felgen und so. Das klingt irgendwie auch wie ein Pornotitel. Pimp My Dragon. Ja. Yeah. Dann kriegt der Drache halt so coole, goldene Klauen so verpasst. Ja. Jedenfalls Pimp My Dragon und auch sich selbst so ein bisschen. Man kann eigene Rüstungen halt auch, Equipment sammeln. Und das Coole ist natürlich daran, dass man mit bis zu 3 Spielern gemeinsam in einer Lobby sozusagen kämpft, in einer großen, offenen Welt. Und dann halt gegen verschiedene Bosse antritt, wo man halt ja abwechselnd entweder selber in einer Art, entweder in einer normalen reinen Kämpferform oder in einer Art Halbdrachenform, Drachenlinkform sozusagen, gegen die Viecher kämpft
oder aber mit seinen Drachen oder seinen Drachen auf die Viecher hetzt oder auf seinen Drachen auf die Viecher losgeht. Und so muss man dann zu viert dann halt verschiedene Monster, Bosse und so weiter bekämpfen, um halt Loot abzusagen. Und das alles, was man jetzt so aus Trailern gesehen hat, von Riesengottesanbeterinnen über Riesenkraken und Soldaten und keine Ahnung was alles, sieht das alles sehr, sehr lustig aus. Ja. Es kommt von Platinum Games. Genau. Und zwar von ihrem Chef-Director, der gesagt hat, das ist das Spiel, von dem er schon seit Jahren träumt, dass er es machen kann. Ja, und wo viele ziemlich überrascht waren, waren so, sieht ja relativ langsam aus und irgendwie gar nicht so actionreich, denn es ist halt wirklich ein Action-Rollenspiel. Es ist nicht ein klassisches Platinum auf die Fresse superschnelles Action-Game, sondern es ist ein Action-Rollenspiel mit Leveln, mit Skills und so weiter. Ja, was glaube ich, denke ich, sehr von diesem Koop-Aspekt leben wird auch. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich bin da auch gespannt drauf. Ich muss aber wirklich sagen, es war so, als es angekündigt wurde, war ich so, boah, Platinum, Drachen, Dante-Charakter, woo! Ja. Und dann kam das Gameplay, ich war so, ja, könnte ganz lustig werden. Aus dem woo wurde mir ein woo. Und so. Jetzt ist halt schon eine Weile ist ziemlich still geworden, das Spiel. Es soll ja auch im April 2017 eigentlich kommen. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Das ist das Fazit. Also, wir müssen mal kurz vergleichen. Sonst ist immer so bei Spieleverschiebungen so, oh, jetzt wird es leider verschoben, ist schon doof. Und jetzt hoffen wir, dass die Hälfte der ganzen Spiele, die im Frühjahr erscheinen sollen, später im Jahr erscheinen. So viel, dass wir sagen, bei jeder Verschiebung so, yes! Ja, gut! Weil wir kommen, wie würde es, wenn wir nur die Hälfte von all dem, was wir let's playen wollen, wirklich let's playen, kommen wir nicht hinterher. Ja. Sowohl geldtechnisch nicht, als auch zeitlich nicht. Ja. Also, wann soll man das alles spielen? Ja. Das geht nicht. Ich gehe von einem Platinum-Games-Spiel zum nächsten Platinum-Games-Spiel. Oh, holst gleich einen richtigen Blockbuster raus. Gleich ein Spiel, das ich in meinem Let's Play dazu, zur Demo, ganz unübertreibend zu Spiel des Jahres 2017 anwärter. Aber da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Also. Ja, Nier Automata. Man muss sich erstmal vorstellen, Nier war ein Spiel, was eine Woche vor Final Fantasy 13 rauskam, nicht so gut aussah wie Final Fantasy 13, auch von Square Enix kam und damit völlig untergegangen ist. Und das vollkommen zu Unrecht, denn Nier ist das bessere Spiel. Oh, ja, das ist nicht schwer bei Final Fantasy 13. Ja, aber Nier ist eines der besten Spiele der letzten Generation. Es erzählt eine fantastische Story und mit so einer Konsequenz und Härte und dazu noch Japano-Abgedrehtheits-Yokotaro-Grad. Das Spiel war wirklich ein wahres Fest. Das wollte ich sagen. Nicht das Fest war ein wahres Spiel, sondern das Spiel war ein wahres Fest. Ein wahnsinnig unterschätztes Spiel. Und als es angekündigt wurde auf den drei, waren alle so, was? Ja. Nier kriegt einen Nachfolger? Das war schon sehr erstaunlich. Und dann kamen die Namen. Dann kam Creative Director Yokotaro. Dann kam irgendwie der Composer von Final Fantasy 9 und noch irgendwas, Drakengard oder so. Genau, von Drakengard war es. So, und dann kam und leitendes Entwicklerstudio Platinum Games. Ja. Und alle so, what? Weil Nier, also alle Spiele von Yokotaro sind immer eine kreative Meisterleistung. Also wenn man sich Drakengard 3 anguckt, was da an Charakteren, was da an Wahnsinn, an vierte Wandbrüchen rausgehauen wird. Es ist ein wahres Fest. Aber spielerisch ist es halt absoluter Rotz. Muss man halt wirklich sagen. Und auch Nier, genau dasselbe. Es war erzählerisch eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration. Vom Gameplay her war es halt allerhöchstens mittelmäßig. Allerhöchstens. Und jetzt sagt Square, wir buttern da richtig Budget rein. Wir machen einen Nachfolger zu einem Spiel, was original sich nicht verkauft hat. Ja. Und wir setzen Platinum Games, das beste Action-Kampfsystem-Studio dieser Welt, als leitendes Gameplay-Studio dran. Und ich habe die Demo gespielt und ich habe jede Sekunde davon geliebt. Es ist genauso abstrus, dass man da sitzt, okay, ich sehe Androiden, 2B, 9S, Maschinen sind irgendwie Feinde, Menschen gibt's nicht mehr, es gibt irgendeine Organisation. Vor allem die Maschinen sind halt so ähnlich wie die Metal Gears irgendwie, also riesengroß und mega mächtig. Ich verprügel die jetzt mit ihrem eigenen Arm und so. Und das sprühte halt wirklich von Anfang an einfach nur Platinum. Ja,
Ja, und das Kampfsystem ist natürlich so geil. Du kannst zwischen den unterschiedlichen Waffensystemen durchschalten. Dann hast du ein riesiges Katana, mit dem du einfach durch die Massen pflügst. Hast dein kleines Schwert, das du dann wie so ein Bumerang durch sie durchwirfst. Du hast so einen kleinen Roboter neben dir fliegen, der kleine Kugeln schießen kann. Aber auch so einen riesigen Laserstrahl, der, wenn du auf einer geraden Fläche bist, einfach durch alles durchfliegt, was da ist. Why not? Ja, mega übertriebene Bosskämpfe, mega geile Metal-Mucke wieder. Und das ist für mich, ohne Scheiß, das ist für mich ein Spiel des Jahres 2017 Anwärter, weil es ist, Yoko Taro liebe ich sowieso, der ist für mich vom Wahnsinn her nochmal über Kojima, von seinem... Ja gut, wenn man Drakengard 3 mal sich anschaut, ja, also das was der für geile kreative Ideen hat. Ja. Und dann die einzige Schwäche seiner Spiele, nämlich das Gameplay, wird ausgeglichen von den Besten, die es gibt. Und das ist die Kombination, die hier versprochen wird. Und das muss ich ganz kurz als Anekdote erzählen. Yoko Taro ist halt so geil. Atlus, die Macher von Persona, haben halt diverse Entwickler darum gebeten, quasi so eine Art Werbevideo für ihr eigenes Spiel zu machen, ihr neues Spiel. Die machen nämlich ein Fantasy-Spiel jetzt, was noch keinen Titel hat. Und Yoko Taro saß da und hat dann wirklich mit so einer Grafik so gezeigt, passt auf, das ist der Markt in Japan. Es gibt Fantasy, Modern, Simulation und noch irgendwas. Persona ist im Moment hier. So hat er in der Mitte so einen großen Kreis. So eine Mischung aus allem. Mein Spiel ist etwa hier. Hat er so einen Mini-Kreis in die Mitte gemacht, weil es halt kaum Überschneidungen in Zielgruppen gibt. So, jetzt habe ich mir gedacht, das neue Spiel von denen geht jetzt in Fantasy. Wird der Platz von Persona frei? Gehen wir da rein mit unserem Spiel? Dann haben die mir gesagt, sie machen weiter Persona-Spiele. Wo lässt das uns? Das ist schlecht für Nier. Mein Appell also, unterstützt dieses Spiel nicht, kauft lieber Nier. Das ist halt so geil. Und es hat halt wirklich, das hat Atlus halt wirklich als Werbevideo veröffentlicht, weil das so humoristisch aufgenommen ist. Es ist so, ja, Moment mal, wenn die jetzt Persona machen und das noch, wo bleibt denn dann Nier? Es ist halt, dieser Mann ist so wahnsinnig. Und ich, ach, es ist halt wirklich Japan at its best, ja. So nach dem Motto. Und ja, allein in der Demo, diese Szene, wo dann diese zwei Androiden völlig zerstört mit ihren Selbstzerstörungs-Blackboxen miteinander anstoßen und eine riesige Explosion kommt, ja. Da sage ich mir so, das kann nur Japan. Ja, das ist wirklich so, das ist Japan durch und durch. Ja, also, ja. Ich freue mich drauf. Das wird lustig. Ja, bleiben wir einfach bei Japan durch und durch. Japan. Ich überlege gerade welchen, entweder das oder das. Ja, wie du willst. Das war das Überdrehte, wo sie auch die Karaoke und so alles gezeigt haben, oder? Weiß ich nicht, ob Yakuza Zero ist irgendeine Origin-Story. Was, Origin-Story? Ich glaube, ja. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht viel drüber. Ich freue mich nur, bevor der Yakuza immer prominenter wird. Wir nehmen einfach Danganronpa 1 und 2 Reloaded für PS4. Ja. Das ist sehr, sehr lustig, dass die Danganronpa-Spiele nächstes Jahr auf der PS4 erscheinen werden. Denn die Danganronpa-Teile sind sehr, sehr gut. Von Danganronpa 1 gibt es sogar ein Anime, sogar von Danganronpa 3 mittlerweile. Das wusste ich so nicht, es gibt Danganronpa 1 Anime, Danganronpa 3, 3.1, 3.2 sozusagen, also der dritte Teil wird in 1 und 2 unterteilt, aber von Danganronpa 2 gibt es noch kein Anime, sondern nur bis jetzt das Spiel. Und jetzt machen sie halt dadurch eine HD-Remake sozusagen, das ist Reloaded von Danganronpa, was eigentlich mal für PSP oder PS Vita? PS Vita. PS Vita. Erschienen ist. Und in Danganronpa geht es halt darum, dass zumindest im ersten Teil eine Gruppe von Schülern, die alle in irgendeinem Gebiet die Besten der Besten sind, also die Klügste, der Stärkste, die beste Schwimmerin. Der beste Biker. Der beste Biker. Biker-Chef. Beste Biker-Chef. Die beste Spielerin. Der beste Wahrsager. Der beste Wahrsager, die beste Detektivin, der größte Glückspilz. Ja, das ist man selber. Ja, genau, das ist man selber und so weiter und so weiter. Und jedenfalls sind alle denn dort versammelt in dieser Schule, sollen eigentlich da eine private Ausbildung zu bekommen, also richtig elitär und so weiter, richtig toll. Dann sind sie dort und auf einmal werden sie eingesperrt dort in dieser Schule, kommen auch nicht raus. Alles ist wirklich mega gut abgesperrt, sie kommen einfach da nicht raus. Und auf einmal taucht ein kleiner Teddybär auf, der so schwarz-weiß ist, Monokuma, der erzählt, ja, pass auf, ihr seid alle hier und ihr kommt nur dann raus, wenn ihr ein Spiel mit mir spielt. Und das fängt schon mit Saw an und es ist auch mehr oder weniger Saw, Japan-Style. Und zwar erzählt er ihnen, ihr kommt nur aus dieser Schule raus, wenn ihr es schafft, einen von euren Leuten umzubringen
ohne dass ihr dabei erwischt werdet. Also sprich auch, dass keiner es beweisen kann, dass ihr es wart. Und jetzt, wenn ein Mord geschehen ist, passiert danach eine Gerichtsverhandlung, wo man dann halt den Richtigen beschuldigen muss mit den Beweisen und so weiter. Und wenn es so sein soll, dass man den Falschen beschuldigt, der falsch bestraft wird und der eigentlich den Mord begangen hat, frei rauskommt, der kann gehen, alle anderen werden umgebracht. Und wenn es aber so ist, dass man halt den Richtigen beschuldigt, dann wird derjenige, der hat den Mord begangen, halt umgebracht. Und die alle sind erstmal so, was? Nein, das machen wir niemals, wir werden zusammenhalten, best friends und du bist scheiße und Teddybär. Und dann sagt der Teddybär, ja, wisst ihr was, ist mir scheißegal, ihr könnt hier auch versauern, ihr habt Nahrung hier und so, macht was ihr wollt, ihr sollt euch nur ein bisschen töten und gibt noch so ein paar Anreize. Und am Anfang ist noch so alles, ja, wir sind lieb. Und dann natürlich, so wie es kommen muss, bringen sie sich gegenseitig Stück für Stück für Stück um. Und man muss als Spieler jetzt halt als der größte Glückspilz, das ist halt schön ironisch, weil das Motto Glückspilz ist in diese Lotterie gefallen ist, aber eigentlich, muss man jetzt halt immer wieder von Fall zu Fall Beweise sammeln, mit Leuten reden, um halt Stück für Stück dann, so ein bisschen wie bei Ace Attorney, irgendwie, bei Phoenix Wright so, die richtigen Beweise zu finden, um halt den Schuldigen zu finden, ihn zu entlarven und dann halt, dass der getötet wird in einer sehr schönen animierten Sequenz. Der Anime selber ist auch sehr, sehr cool gemacht, auch richtig so spielstilmäßig und ja, das wäre sehr, sehr lustig. Da hätte ich schon Lust drauf, das mal mehr anzugucken. Ja, also ich habe ja den ersten Teil so bis zur Hälfte beim guten Soga damals geguckt, der leider gesperrt wurde. Wir wissen leider nicht, ob es wegen dieses Spiels war oder wegen was anderem. Aber leider ja, ist Soga nie wiedergekommen. Wir vermissen halt, dich, Soga. So gut. Also, was da am Psychoterror in den Sequenzen ausgelebt wird. Und dann dieser Teddybär. Ich habe diesen Spruch, wenn er einen zur Nachtruhe schickt, wo man nicht angegriffen werden darf, theoretisch, immer dieses Good night, sleep tight, don't leave the bed bugs bite. So habe ich bis heute im Ohr. Und es ist halt wirklich bei diesen Gerichtsverhandlungen, wo dann wirklich so immer wieder neue Wandlungen und nee, der kann es nicht gewesen sein und wir haben diesen Beweis. Es ist richtig, richtig spannend. Es ist halt eine Visual Novel, wo man halt wirklich sich größtenteils nur durch Dialoge klickt, aber man entscheidet auch, mit wem man sich anfreundet, indem man Geschenke gibt und wo man mehr erfährt über die und so weiter und so fort. Und es kann aber jederzeit sein, dass du dich mit jemandem anfreundest, der wird dann umgebracht, so im nächsten Moment. Oder halt oder der Mörder ist. Ja, das ist halt extrem spannend. Und im zweiten Teil wird das Ganze dann auf eine tropische Insel verlegt. Da wird dann noch eine rosarote weibliche Monokuma-Frau dazugefügt. Ja, und im Prinzip wieder dasselbe Konzept, aber es erzählt trotzdem insgesamt eine fortlaufende Handlung. Genau, was dann halt auch mit der dritten Staffel des Animes sozusagen noch weiter vervollständigt wird. Was ja, halt mit dem dritten Spiel. Genau, mit dem dritten Spiel, was ja noch nicht erschienen ist, auch richtig. Doch. Mittlerweile schon? Ja. Oder? Es kommt Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Genau, es kommt erst Anfang nächsten Jahres. Warum ist es nicht in der Liste? Weiß ich nicht. Warum steht nicht Danganronpa 3? Kann sein, dass es schon drin war. Kann nicht sein. Aber ich weiß, genau, es war nämlich das Lustige, wo ich halt wirklich, ich weiß noch, ich habe das erst vor kurzem gelesen, weil der Anime war jetzt in dieser Herbst-Season nämlich schon komplett durch, also die dritte Staffel sozusagen, 3.1, 3.1, 3.2, oder war es sogar Summer-Season? Ich weiß nicht mehr, Summer-Season oder Herbst-Season? Ich bin der Meinung, es war schon draußen. Ich glaube, es war schon Summer-Season. Und dann auf einmal habe ich dann gelesen, ja, Danganronpa 3 kommt jetzt erst irgendwie im Januar oder Februar raus. Aber wahrscheinlich auch nur hier. Das kann sein. Ich denke mal, in Japan war es vorher draußen. Oder es war die Rache für Naruto, dass das Naruto-Spiel das Ende vom Anime gespoilert hat. Und jetzt haben wir gesagt, pass auf, jetzt spoilert der Anime mit das Ende vom Spiel. Ja, vor allem die Rache, weißt du. Und alle Zuschauer des Anime nur, Gott sei Dank, erzählt das jemand zu Ende. Ohne Filler, dankeschön. Übrigens, das ist die Staffel nur ein Filler. Für das Ja. Ach ja. Danganronpa. Danganronpa. Eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Gibt es mittlerweile übrigens auch für PC beide schon. Echt? Ja. Ich kann die mitbekommen. Also, das ist PC! Eine, das können wir, nächstes Jahr können wir noch die Trends des Jahres machen. Das wäre zum Beispiel ein Trend, dass immer mehr Japano-Spiele für den PC, gebracht werden. Ja, das ist total toll. Ich freue mich. So. Eigentlich sind da so viele Abgefuckte dabei, das ist abartig. Also vor allem diese ganzen Dating-Simulatoren und so. Das ist bis jetzt hatten wir ausschließlich Japan. Mach weiter, Japan. Die Frage, bleiben wir bei Japan? Es muss man auch mal sagen, bei unserer Top 10 waren es tatsächlich 6 japanische Titel und 4 nicht-japanische. Ja. Also Japan kommt stark zurück und ich mache weiter mit einem absoluten Brecher.
Nämlich unserem Most Wanted. Gleich den richtigen Big Guy. Für 2017. Das ist nämlich unser Most Wanted Spiel. Und zwar... Sorry. Entschuldigung. Also alle, die gerade Kopfhörer... Sorry für alle, die jetzt gerade Kopfhörer auf hatten. Eure Ohren sind jetzt wahrscheinlich tot. Ja, und auch sorry an die Nachbarn. Ja, sorry. Gleich haben wir so... Bum, 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 bum. Schnauze! Ja. Nioh. Oder auch Samurai Souls, wie es gerne getauft wird. Oder Samurai Gerald. Ist ein Spiel, das quasi die Souls-Formel nimmt. Ja. Sie in das Japanisch, das Japan von 1600 irgendwas verlegt. 17. Jahrhundert. Sagt, ja, da packen wir noch die Mythologie dazu, damit das krasse Dämonenwesen gibt. Genau. Und wir gucken uns alles an, was wir im Moment, was man der Souls-Formel noch verbessern kann. Und machen das. Ja. Unter anderem wird das Ausdauersystem überarbeitet in der Form, dass man auch die Ausdauer der Gegner sieht und sie aktiv runterschlagen kann. Ja. Und wenn sie unten ist, dass die Gegner dann wirklich anfällig sind und man dann eben Finishing Moves oder besonders krasse Moves gegen sie ausführen kann. Auch bei Bossen, was eben sehr, sehr wichtig ist, dass man auch bei Bossen sieht, auch die Bosse arbeiten unter anderem mit Augen, indem man weniger schnell Ausdauer regeneriert und so weiter. Also dieses Geniale am Kampfsystem von Souls, diese Ausdauer, wird nochmal genommen und nochmal auf ein neues Level gehoben. Ja. Dann gibt es, ich glaube mittlerweile in der Finalversion, glaube ich, 9 Waffentypen, die jeweils 3 unterschiedliche Haltungen haben. Ja. Also eine schnelle, eine mittlere und eine hohe Haltung. Also theoretisch 27 verschiedene Kampfstile. Ja. In jeder Haltung gibt es nochmal unterschiedliche Skilltrees für die einzelnen Waffen in der jeweiligen Haltung. Dann gibt es noch Onyo-Magie, mit der man seine Waffen auch in Feuer oder Eis oder so hüllen kann. Und die Ninjutsu, mit dem man eben zum Beispiel Krähenfüße auf den Boden schmeißen kann. Shuriken werfen. So eine Sachen. Dazu hat es halt das klassische Souls-Prinzip. Das heißt, wenn man stirbt, kann man zu dem Ort, wo man gestorben ist, hin zurückgehen. Kann dort seine Seelen, ich weiß gar nicht mehr, wie es da hieß, zurückerlangen. Hat sie sowas sehen? Die man fürs Leveln braucht. Ja. Nicht fürs Einkaufen. Einkaufen hat tatsächlich hier eine eigene Währung, nämlich Gold. Oder Yen. Und dann gibt es dazu noch so eine Art Geist-System, ist auch ein richtiger Wert, den man skillen kann, Geist, bei dem man verschiedene Begleitergeister freischaltet, die einem zum einen verschiedene Boni geben, zum Beispiel der Wasserelementargeist. Der erste gibt einem eine Art Radar, sodass man auf der Karte sieht, wo Gegner lauern und deshalb besser Hinterhalten entweichen kann. Ein anderer gibt einem mehr Angriff oder mehr Itemfeind Glück und so weiter und so fort. Und jeder davon entfesselt halt noch, wenn man genug Treffer belandet hat, kann man damit noch einen besonderen Angriff entfesseln, der eben besonders viel Schaden macht und währenddessen man auch unverwundbar ist. Also es wird unglaublich verfeinert, dieses Kampfsystem noch. Und noch dazu ist das Ding wirklich bockschwer. Hört man, wir haben ja nur den ersten Boss gespielt, ganz bewusst, und bis dahin war es schon schwer. Oh ja. Und man hört ja wirklich, das soll nochmal viel, viel härter sein als Souls. Aber eben auch noch belohnender. Das Ganze wird noch garniert mit einer richtig schönen, wie ich annehme, Kitsch-Japano-Story mit so richtig Emotionen rein in die japanischen Texte und so. Voll Hamada-Matata! Emotionen! Welche Emotionen war das? Hakuna Matata! Ja, was man von den Bossen so hört, dass da irgendwie so ein Dämon ist, der mit seinen Angriffen irgendwie Blumen auf dem Schlachtfeld sprießen lässt und so. Das ist halt so schön japanisch, diese Mythologie eingefangen. Und ja, es ist halt Souls in wahrscheinlich nochmal verbessert. Und ja, das toll. Ist, ja, da, wie gesagt, das ist unser Spiel, also das Most Wanted für 2017. Wir können einfach nicht aus unserer Haut rausfahren. Wir brauchen irgendetwas Soul-artiges. Das kommt schon im Februar. Ja, und das ist das Tolle. Wir müssen gar nicht mehr so lange drauf warten. Monaten, dann ist es da. Ja. Und es muss einfach irgendwas Soul-artiges auf unserem Channel laufen. Es kann doch nicht sein, dass nichts Soul-artiges auf unserem Channel läuft. Und Nioh hat uns in dieser Demo schon so begeistert, auch wenn wir am Ende etwas, verzweifelt waren, aber eigentlich auch nur deswegen, weil wir so extrem müde waren. Wenn wir das Spiel noch durchbekommen hatten und wir sind verzweifelt an diesem allerersten Boss. Und trotzdem insgesamt hat es uns extrem viel Spaß gemacht und die Sachen, die wir bemängelt haben, haben sie schon wieder weggemacht. Ja. Zum Beispiel, dass die Waffen so extrem schnell kaputt gehen, haben sie schon wieder weggemacht, die gehen nicht mal ganz so schnell kaputt.
Es gab auch irgendwas, was wir weggemacht haben, was ich vergessen habe. Naja, so Waffen und Rüstungen, dass sie so schnell kaputt gehen. Ich glaube, da haben wir das Loot-System verbessert, dass du nicht mehr so oft dieselbe legendäre Waffe findest, genau. Und so, also ja, auch da noch. Die haben halt die Alpha und Beta nicht einfach nur gemacht, um das Spiel zu promoten, sondern um wirklich Feedback einzuholen, ja, das Spiel noch zu verbessern anhand dessen. Und ja. Und außerdem spielt man einen Japano-Geralt. Ja. Das ist cool. Den es im Übrigen wirklich gab. Also diesen William, den man spielt, ja, gab es wirklich. Und es war ein Pirat, der ist in Japan gestrandet und hat sich entschieden, was mache ich jetzt? Ich werde halt Samurai. Ja. So. Und hat damit anscheinend ziemlich guten Erfolg gehabt. Ja. Also ich weiß nicht, ob er es um den Dämon bekämpft hat. Vielleicht war er auch einfach nur ganz Zeit betrunken. Kann auch und sein. Oder auf Drogen. Und hat gedacht, er kämpft die ganze Zeit gegen Dämonen. Ja. Und dann wirklich einfach alle möglichen Dorfbewohner abgeschlachtet. Und man muss mal wirklich sagen, dieses Spiel, was offenbar ein wirkliches Top-Notch-Qualitätsprodukt wird, kommt von Koei Tecmo. Den Leuten, die sonst sowas machen wie Dynasty Warriors. Ja. Und Dead or Alive, was ein gutes Spiel ist, aber was halt auch eher durch die riesigen Brüste und so auffällt. Und ob man einen weiblichen Geralt spielen kann? Nein, ich glaube, es ist fest. Oh. Aber vielleicht gibt es weibliche. Ja, Haus, aber ne? Das ist halt auch nochmal so ein Ding, dass plötzlich so Koei Tecmo und alle so, ja, die. Und dann kommt das und alle so, das ist voll geil. Bestes Spiel, wo gibt. Ja. Also da sind wir schon sehr, sehr gespannt und ich glaube, das Hype! Es könnte auch ein Anwärter auf den Titel Bestes Spiel 2017 sein. Ja. Gegen Nier antreten. Ja, und gegen einige andere. Also ja, gegen einige dieses andere. Dieses Jahr ist echt heftig. Also während wir, das Lustige ist wirklich, wenn wir dieses Jahr halt wirklich überlegt haben, zumindest am Anfang überlegt haben, oh Gott, wir finden keine Titel, was sollen wir als Nominierungen nehmen? Dann kamen ja doch ein paar zusammen. Aber trotzdem mussten wir wirklich viel überlegen und denken, ja, so und so. Das wird nächstes Jahr anders. Bei nächstes Jahr denken wir so, oh scheiße, wie nehmen wir jetzt Sieger? Wen streichen wir raus? Ja, das sind so viele. Oh Gott. 2017 wird ein geiles Jahr werden, ey. Ja. Ey, das wird so toll. Machen wir erstmal weiter. Komm, nehmen wir Persona 5. Ach du Scheiße. Und zwar Nummer 2 für Most Wanted mit nur 2 Punkten geringer als Nioh. Nio hatte 35 von 40 Punkten, Persona 5 33 von 40 Punkten. Also um zu verstehen, wir haben 20 Titel gehabt, haben Punkte von 1 bis 20 vergeben. Jeweils. Und dann zusammengerechnet und ja, Nio hatte 35 von 40 Punkten und Persona 33 von 40 Punkten. Ja. Und das vollkommen zu Recht. Ja. Denn die Persona-Reihe ist halt wirklich eine der besten Rollenspielreihen, die es gibt da draußen. Ja. Und Persona 5 scheint jetzt wirklich das Glanzstück zu werden. In Japan ist es ja schon draußen. Und ich habe halt wirklich so, es war so lustig bei Isael, es ist ja Ben Moore, der ja absoluter Japano-Rollenspiel-Fan ist. Und er hat halt auch ein paar Fans, die Japanisch verstehen und sich das Spiel dann schon geholt haben. Und dann so schrieben die so, ja Ben, ich will dich ja nicht überhypen, aber ich bin jetzt durch. Und es ist schon so das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Und in Japan, die Reviews haben sich alle überschlagen mit 10 von 10, 9 von 10, 95%. Also das kriegt nonstop nur gute Reviews, dieses Spiel. Oh, und es ist ja auch so. Also Persona, wer es nicht kennt, ist eine Mischung aus Dungeon Crawler Rollenspiel, Dating Sim und Pokémon. Ja. Weil man spielt halt irgendeinen Charakter, der aus irgendeinem Grund in irgendeinen neuen Ort kommt, sozusagen. Dann trifft man verschiedene Leute und hat zum ersten Mal Kontakt mit sogenannten Personas. Das sind, oder auch Schatten. Das sind so eine Art Dämonen, kann man sagen, auch wie Pokémon ähnlich. Also Persona sind im Prinzip die Manifestation der Seele. Genau. Und dann aktiviert man die zum ersten Mal. In Person 3 erschießt man sich da selber. Ja, in 4 zeigt man eine Karte. In 5 weiß man es nicht. Das ist doch logischer als sich selbst den Kopf. Egal. Das ist Japan. Jedenfalls hat man dann halt diese Dämonen, muss dann halt die Schatten bekämpfen. Und das Geile ist halt bei diesen Dämonen, dass man die aufwerten kann. Man kann verschiedene Dämonen miteinander fusionieren, damit wir neue Dämonen daraus entstehen, die man wieder aufleveln kann, die wieder wie Final Fantasy so gewisse, so wie Feuer, Feurer, Feuger erlernen, nur dass es dort anders heißt. Ich habe vergessen, was nochmal was war. Ja, Garu ist zum Beispiel Wind. Genau, Garu. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß auch nicht mehr. Also jedenfalls ist sowas ähnlich wie Feuer, Feurer, Agi Feuger. Agi ist Feuer. Ja, also ich weiß Agi und Garu, das sind Feuer und Wind. Das okay, jedenfalls also so nach dem Prinzip sozusagen, dass es halt immer weiter aufgegradet wird, je besser halt das Monster ist, mit verschiedenen Schwächen und so weiter. Und dazu kommt noch das Coole, dann kommt der Dating-Sim-Anteil, du bist halt an dieser meistens eigentlich einer Schule, eigentlich immer an einer Schule, oder? Ja. Immer an einer Schule, wo man halt die Geschichte so ein bisschen nebenbei erlebt, wo man mit dutzenden Charakteren spricht
und wo man auch Beziehungen führt, also Bindungen, sich auf Bindungen einlässt mit anderen Leuten, Freundschaften, Liebesbeziehungen etc., indem man halt mit ihnen redet, Entscheidungen trifft, also irgendwelche Antworten gibt, deswegen Dating-Sim, wenn der falschen Antwort ist zum Beispiel, dass der Rang nicht steigt, bei einer guten Antwort steigt halt der Rang, muss er halt den Charakter kennen, dabei ist auch immer relativ schwierig herauszufinden, was ist jetzt passend, welcher Kommentar ist passend zu dem Charakter, also nicht wie bei Mass Effect so von wegen, oben ist neutral, links ist böse, rechts ist gut, sondern da ist halt wirklich, du musst echt überlegen, okay, was könnte zu dem Charakter passen. Und manchmal ist es echt kompliziert. Also ich hatte bei Persona 3 hatte ich manchmal wirklich so ein Ding, wo ich dachte, das passt doch gut zu dem. Pfumm, die war voll beleidigt, hat mich gehasst. Ich dachte so, scheiße, Laden. Das hat nicht funktioniert. Ja, und das macht man aber, also da werden zum einen wunderbare Storys erzählt. Aber richtig schöne, ja. Quests, auch wirklich teilweise sehr dramatische. Aber das wiederum beeinflusst dann deinen Kampf, weil neue Fusionen, also jede Persona ist einem Typ zugeteilt. Das ist nach den Tarotkarten. Genau, ist das immer? Also jeder Social Link ist eine dieser Tarotkarten und jedes Monster gehört zu einem dieser Typen. Genau. Und wenn du die dann fusionierst, kriegen die schon einen Erfahrungsbonus dadurch, wie hoch dein Social Link ist. Genau. Und lernen auch neue Attacken in Persona 4. Ich denke mal, es wird in Persona 5 genauso sein. Ja. Also es beeinflusst sich auch wieder gegenseitig. Das Ganze findet dann halt statt in einer Art Zeitsystem. Du hast also an jedem Tag nur vormittags, nachmittags und abends Zeit. Genau. Du musst also noch entscheiden, was mache ich wann. Du hast nicht immer für alles Zeit. Du musst aber bestimmte Ziele bis zu einem bestimmten Punkt erfüllt haben, weil sonst hast du verloren. Dann kommt das böse Ende des Spiels. Ja, das ist dann... Und dann... haben sie dieses geile Rundenkampfsystem noch mit diesen Schwächen und so weiter und so fort, dass wenn du eine Schwäche triffst, dass der Gegner dann umfällt. Wenn alle Gegner am Boden liegen, machst du eine All-Out-Attack, wo dann die ganze Gruppe draufkloppt. Und Schwächen der bisherigen Persona-Spiele waren sowas wie, die Dungeons waren halt relativ simpel gestaltet. Ja, es waren halt zufallsgenerierte Dungeons, die hatten in 3 hatten sie gar keine Besonderheiten, also, außer dass bei bestimmten Ebenen sich die Farbe geändert. Genau, das war alles. In Persona 4 haben sich zumindest von Charakter zu Charakter, den man besucht hat, unterschieden, aber es war halt immer noch sehr rudimentär. Und in Persona 5 haben sie jetzt einfach komplett ausgestaltete Dungeons, die extrem einzigartig sind, wo es Rätsel drin gibt, die man lösen muss und so weiter. Also eine der größten Schwächen, die dieses Spiel noch hatte, wird rausgenommen. Das ist echt cool. Was ich noch vergessen habe von meinen Charakteren, das sind halt Teenies, die man spielt, aber da werden so unglaublich erwachsene Geschichten erzählt. Ja, unter anderem alleine in einer eigenen Gruppe, das war in Persona 4, gibt es zum Beispiel einen... Ich spoilere. Ja, das ist eine der Stories. Persona 3. Aber bei Persona 3 fällt mir jetzt nichts von den... In Persona 4 ist es halt, ich sag mal so, es ist halt sehr... Aber mir fällt was ein. In Persona 4 ist es halt so, dass du quasi die Seele der Menschen selber besuchst und immer ihr wahres Ich sozusagen konfrontierst. Und da gibt es halt, wirklich nur ein Mini-Spoiler, da gibt es halt einen Biker-Chef, der immer so auf, ich bin super hart und ich bin super geil tut. Und der ist aber in Wahrheit schwul. Ach. Und dann ist der Dungeon halt eine Sauna. So, und dann kämpfst du halt eben auch gegen so Gegner in so Handtüchern und so. Und du konfrontierst halt das wahres Ich und zwingst ihn halt dazu, zu akzeptieren, dass er das ist. Okay. Und nicht mehr so zu tun, als wäre jemand anders. Und das ist nur eine der vielen, vielen tollen Geschichten, die erzählt wird in dieser Reihe. Und auch in Social Links, in Persona 3 beispielsweise, der Sonne. Sonne, das war so krass. Also man redet da auf einer Bank mit einem Typen, der schwerst krank ist und der die ganze Zeit erzählt, ja, er weiß nicht, ob er überlebt und sonst irgendwas. Und dass er halt ein Kinderbuch schreiben möchte, dass halt irgendwas von ihm noch übrig bleibt, falls er mal sterben sollte. Und je weiter das Gespräch fortschreitet, merkt halt wirklich, okay, der Typ stirbt. Ja. Das ist anscheinend wirklich unausweichlich, der wird sterben. Hilft ihm, sein Kinderbuch zu vervollständigen. Und bei meinem allerletzten Ding, das hat mich so schockiert, dachte so, scheiße, dahin geht, da ist auf einmal so, ja, da ist eine andere Person dort, die auf einmal anspricht, ja, hallo, bist du der und der? Ich soll dir dieses Buch geben. Ich weiß nicht genau warum, aber es sollte dir gehören. Angeblich hast du ihn unterstützt. Ja. Und stellst du fest, in Wirklichkeit hast du die ganze Zeit mit einem Geist eigentlich geredet, weil der Typ die ganze Zeit im Koma lag und dann gestorben ist. Und das war so, what? Ja. Und das ist so eine böse Geschichte. Also dieses Spiel, diese Spiele spielen so
spielend leicht mit so ernsten Themen, also auch wirklich mit Sexualität von Jugendlichen, ja, mit diesen Ängsten und Sorgen, die die haben für ihre Zukunft und so weiter. Es switcht im nächsten Moment um und wird brüllend komisch, wo man vorm Bildschirm sitzt und wirklich lacht, ja, was für abstruse Situationen da sind. Geiles Kampfsystem und jetzt wirklich in Persona 5, es ist wirklich, ich habe den ersten Trailer gesehen und es war wirklich so, dieses Spiel blutet Persona, dieser gezeichnete Stil. Und es ist halt wirklich so Sachen, auf die andere Spiele nicht achten. Alleine, dass wenn man einen Gegner besiegt, dass es dann verschiedene Victory-Screens gibt. Es gibt, ist ja nicht so, ja, Erfahrung so viel, das so viel. Aber es gibt dann wirklich einen Victory-Screen, da ist wirklich so, du besiegst den letzten Gegner. Wenn du es mit deinem Hauptcharakter machst, dann macht er halt wirklich so, guckst zu seiner Gruppe, macht so. Und die Gruppe läuft weiter, während um sie rum auftaucht, was du verdient hast in diesem Kampf. Das und so. Cool. Oder halt wirklich, wenn du mit einer All-Out-Attack gewinnst, dass du da halt wirklich so, die eine von dir hat so einen Baseballschläger und so eine Maske, dass sie dann irgendwie so da alle auf ihn einprügeln und dann schlägt sie dir mit dem Baseballschläger so weg, setzt sich auf den Stuhl, nimmt sich eine Teetasse, setzt sich die Maske auf und dann kommt der Victory Screen. Das ist halt so geil. Ja. Und die Musik ist auch wieder so schön. Aber dieses, ja, dieses typische, dieses Japano-Pop, diese Japano-Rap, ja, das ist so cool. Das liebe ich. Ja. Das ist toll. Also wirklich, dieses Spiel hat von vorne bis hinten, du siehst das und du weißt, da steckt eine Vision dahinter. Mhm. Und es ist auch wenn, und nichts davon wirkt irgendwie so pseudo-cool. Das ist irgendwie, nein, das, man sieht es und denkt so, das ist geil. Ja. So. Und wenn sie dann noch sagen, du siehst da die Charaktere und du siehst sofort, okay, das sind nicht die klassischen Teenager aus den Vorgängerteilen. Überhaupt nicht. Und man dachte so, okay, sind das Kriminelle? Sie wirken so. Und dann sagten halt die Macher, naja, sagen wir, es sind nicht Kriminelle, aber es sind Troublemaker. Und ich saß so da, yes, geil. Also sprich, man spielt nicht unbedingt die liebsten Persönchen. Ja. Und ja, also, es ist so viel. Ich weiß man, dass die Hauptperson eigentlich auch spricht, richtig? Ich glaube nicht, wieder nicht. Auch wieder es nicht, bist ne? wieder du. Quasi. Ja, es ist wieder du. Ja, und dann, ja, aber allein wenn du einen Gegner von hinten angreifst, dass du dann auf den drauf springst, dem die Maske vom Gesicht reißt, ja, und ihn abstichst und das ist dann deine Überraschungsattacke. Ja, vor allem das Coole ist auch, dass das System eingefügt wurde, dass man Personas überzeugen kann, ja, mit einem mitzugehen, statt dass man einfach nur einen tötet und wenn du Glück hast, dann kriegst du die Karte, dass du das Viech bekommst. Ja, stimmt. Wie bei Teil 3, ich weiß nicht, bei Teil 4, wie war es da? Da war es auch mit da war es auch so. Ja. 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 Es war, kommt noch aus Teil 1 und Teil 2, ja, dass du mit den Monstern im Kampf reden und verhandeln musst und sie überzeugen musst, zu dir zu kommen. Ja. Und dann musst du halt, einige wollen ein bestimmtes Item haben oder sagen die das vielleicht auch gar nicht. Andere wollen, dass du sie so heftig wie möglich schlägst, um ihnen zu zeigen, dass du stark bist, ja, ohne sie dabei zu töten. Dann stehst du da und führst Verhandlungen mit Dämonen, um die zu überzeugen, zu dir zu kommen. Damit du halt ein Pokémon halt bekommst. Das wäre immer was Geiles, was wirklich die Pokémon-Reihe machen könnte. Ja. Anstatt einfach ein Pokémon zu bekämpfen, es dann zu fangen, einfach zu sagen, mit einer Bäre locken irgendwie so, kommst du zu mir, willst du nicht mein, ja, Freund sein irgendwie? Und das macht Persona. Ja, was machen die bei Pokémon? Ist drin. Bleib drin, du Arsch. So, du hast mich jetzt so lieb. So, ja. Meisterball auf Kabador, hat funktioniert. Ja. Kling. Ja, dann, wie gesagt, erzählen die immer noch wahnsinnig geile Hauptstories. Dann haben sie diese fantastischen Charaktere, ja, wie Igor, von dem man bis heute nicht weiß, was genau der eigentlich. Ich glaube, das erfährt man nie. Ich glaube auch nicht. Das wird man nie erfahren. Es sei denn, sie sagen irgendwann, okay, das wird der letzte Persona-Teil. Ja. Aber ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Ja. Weil Persona ist eine extrem beliebte Reihe auch. Ja. Also stehen wir gerne mal Tensei. Die ist in Japan größer als Final Fantasy. Ja. Neben Dragon Quest und Tales. Tales of bla bla und so weiter. Das sind doch die drei größeren Reihen in Final Fantasy. In Final Fantasy. Ja. In Japan als Final Fantasy. Final Fantasy ist halt größer, mehr in der westlichen Welt. Ja. Es hat halt eher. Also Final Fantasy hat diesen Spagat halt gut hinbekommen, ja, zwischen westlicher und japanischer Welt, während die anderen halt mehr doch Japan sind als westliche Welt. Ja. Das kommt jetzt und so. Ihr müsst euch vorstellen, also von Leuten, die diese Reihe kennen, was das für ein Hype auslöst. Der, ja, erste Trailer zu Persona 5. Das war nur dieses, wo sie an den Stühlen angekettet sind, ne? Nicht mal. Es war einfach nur, du hast, der Bildschirm ging auf, es war ein roter Bildschirm mit 5 Stühlen drauf und an einem davon hing eine Kette. So war das, genau. Und das die Fans alle, inklusive mir, so, Persona! So, also so einzigartig ist dieser Stil, dass du, ja, an einem Bild erkennst, das ist Persona. Das war vorletztes Jahr, ne? Das ist noch länger her. Das war vor 4 Jahren oder sowas. Was? Das ist schon wieder. Das sollte. Aber das hatten wir doch damals unser E3-Ding. Ich weiß nicht, aber es sollte vor 2 Jahren kommen, glaube ich, das Spiel.
ursprünglich mal. Ich glaube, wir hatten es aber damals 2014 gesehen. Ja. Oder 2013, ich weiß nicht mehr. Ja, naja, also jedenfalls, ihr hört es. Ich muss wirklich gerade sagen, wie wir so drüber reden, steht es für mich, ich glaube, es ist sogar über Neo. Weil, ich glaube, wir haben 15 Minuten allein darüber geredet. Aber ja, ihr hört, egal, ob ihr verstanden habt, was wir da sagen oder nicht, wenn ihr eine PlayStation 4 habt und mit Japano-Rollenspielen auch nur im Entferntesten was anfangen könnt. Holt Persona 5. Holt Persona 5. Ihr macht nichts falsch. Ja. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Also da würde ich mich wirklich für verbürgen, dass dieses Spiel nicht schlecht wird. Ich kann auch nur sagen, ich erzähle immer wieder gerne, ich wurde mit Persona damals bekannt gemacht. Ich bin zu ihm und seiner damaligen Freundin gegangen, habe gesehen, wie sich jemand in den Kopf schießt und mir wurde gesagt, das ist total toll, das ist Persona 3. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ich habe es nachgeholt und muss mir dann sagen, ja, es ist total geil. Ja. Auch wenn ich mittlerweile, ich sage immer noch, das mit dem Kopf schießen. Das war übrigens das, was mich auf die Reihe aufmerksam gemacht hat, wo ich diese Überschrift, die Leute schießen sich in den Kopf, um Monster zu beschwören. Und ich so, okay, ihr habt mein Interesse. So, ja, also alle, man muss wirklich sagen, nicht alle Reihen nicht alle Spiele dieser Reihe sind zugänglich. So, also gerade die älteren Teile, ja, Lucifer's Call und Persona 1 und 2, aber die waren immer was Besonderes. Ja. Da kriegt man keinen Einheitsbrei. Das stimmt, das ist immer was Besonderes. Die Storys sind immer toll und einzigartig und würde ich auch schockieren, also bei Persona 3 auch mit, dass auch wenn wirklich Viecher erschossen werden, sage ich jetzt mal. Und das, wie die Leute damit umgehen, Traumas und, oh, es ist, ja. Okay. Du bist wieder dran. Wir haben Persona schon mal abgeschlossen. Ey komm, wir haben Nier, Persona und Neo schon mal gemacht. Das sind die drei größten Sachen mit. Weiter, ich mache einfach weiter Japan. Okay, dann das ist der Japan-Podcast, dann nehme ich jetzt mal... Abgefilmt von Scalebound, das ist fast Japan. Das ist auch Japan. Ist auch Japan. Ja, stimmt, das ist auch, das ist ja Platinum. Ni no Kuni 2. Da musst du jetzt mehr reden, weil das Ding ist, Ni no Kuni war leider ein Spiel, ich habe es mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, es ist unglaublich schön, der erste Teil, eine unglaublich niedliche und wunderschöne Geschichte, was so ein bisschen an Schneekönigin erinnert und leider habe ich es selber nie wirklich gespielt oder wirklich was geguckt. War ja auch PlayStation exklusiv damals. Ja. Ich habe das mit meiner damaligen Freundin sehr, sehr gerne durchgespielt, dieses Spiel. Ja. Ni no Kuni 1 war ja damals schon mal eine Ankündigung, eine kleine Sensation. Das war nämlich eine Zusammenarbeit von Level 5, einem der renommiertesten Japano-Rollenspielstudios der Welt, mit Studio Ghibli. Ja. Eine der letzten Arbeiten tatsächlich des Anime-Studios, das jetzt ja leider seine Pforten schließen wird. Es ist ja immer noch nicht ganz zu, aber es wird seine Pforten schließen. Ja, und das Einzige, was sie noch machen, sind, also ihr letztes Projekt, was sie gemacht haben, war eine Anime-Serie. Leider habe ich die selber noch nicht geguckt, so wirklich, weil es mich nicht so mega interessiert. Ronja Räubertochter. Richtig, ne? Ronja Räubertochter. Haben sie als Anime gemacht, weil es nicht so der Anime, den ich mir auch oft habe und gucken möchte. Ja. Aber ja, wie gesagt, sie sind mittlerweile wirklich so dicht, dass sie halt sagen, sie machen keine Filme mehr. Spiele ist auch nicht sicher und auch Serien. Ja. Naja, aber jedenfalls wäre Studio Ghibli, wem das nicht sagen sollte. Sind die Leute, die verantwortlich sind für so Sachen wie Prinzessin Mononoke, das wandelnde Schloss. Chihiros Reise ins Zauberland. Mein Nachbar Totoro. Das Schloss im Himmel. Wirklich für die bewegenden Anime-Filme der letzten Jahre. Sie war mit dafür verantwortlich, dass überhaupt Anime-Filme im westlichen Teil so erfolgreich geworden sind. Also ich meine, Chihiros Reise ins Zauberland hat einen Oscar damals 2001 gewonnen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich undenkbar, dass so etwas gewinnt. Bis dahin war immer Disney, andere westliche Studio, Disney. Ja. Und dann kommt da Ghibli aus Japan und macht bopp, so. Und die haben jedenfalls mit Level 5 dann Ni no Kuni entwickelt. Und das war ein sehr, sehr süßes Spiel. Wirklich in dem der Stil war wirklich so, du hast gesehen und dachte, geil, Anime das Spiel. Ja. So. Eine sehr süße Geschichte über einen kleinen Jungen, der seine Mutter verliert in einem Autounfall. Und dann quasi in seiner Trauer steht ihm dann aus seinen Tränen erwacht die Puppe Tröpfchen zum Leben. Genau, ich bin zufrieden, und Tröpfchen ist aber keine liebe und nette Puppe, sondern zutiefst zynisch sprechendes, im britischen Akzent sprechendes Püppchen. Was ihm so, hab dich nicht so, du musst die Welt retten. Dann geht man halt in die Fabelwelt von Ni no Kuni, wo halt wirklich das eine Königreich wird von einer riesigen Katze regiert und so. Und alles hat so süße Namen. Und dann ist auch das ein Pokémon-Spiel im Prinzip gewesen. Du fängst dann diese Monster ein, kämpfst mit denen und erlebst eine sehr süße, sehr kindliche Geschichte. Das Spiel hatte für mich immer das Problem, es war eines der Spiele,
Es war von der Story her zu wenig anspruchsvoll für Erwachsene, aber das Gameplay war zu anspruchsvoll für Kinder. Mhm. Also es hat für mich nicht diese Mitte gefunden aus beidem. Das Kampfsystem wurde halt auch mit der Zeit langweilig. Am Ende haben wir einfach nur noch mit Oliver, dem Hauptcharakter, haben wir einfach nur noch seinen Mega-Spam-Zauber gespammt und haben alles getötet damit. Aber es war sehr, sehr schön, hat uns sehr viel Spaß gemacht mit der Zeit. Und in Ni no Kuni 2 erfährt man jetzt die Geschichte eines neuen Helden, nämlich eines Prinzen, der sehr, sehr weiblich aussieht und sehr jung ist und der aber ein Königreich regieren muss, obwohl er dafür noch überhaupt nicht bereit ist. Und das Kampfsystem wurde verbessert, das ist jetzt nämlich ein Action-Kampfsystem, das heißt, man wird wahrscheinlich nicht mehr Monster jagen und trainieren, was auch irgendwie schade ist, weil es auch immer so ein cooler Aspekt davon war, aber ich glaube, es wird dem Spiel an sich gut tun, dass es jetzt actionorientierter ist. Und ansonsten hat es halt wirklich denselben schönen Anime-Stil und sieht wieder sehr, sehr rührselig aus, was da so alles an Story und so weiter geboten wird. Und ja, das ist wirklich so ein Ding, obwohl der erste mich jetzt nicht restlos begeistert hat, ist so, sobald der zweite auf den Markt kommt, werde ich ihn sofort kaufen und spielen. Ist er schon bekannt, in welchem Quartal? Nee, ist noch gar nichts. Es war einfach nur 2017. 2017 irgendwann, ja. Ja, das Ding ist halt wirklich, dass man merkt auch wirklich, dass die Japano-Rollenspiele sich halt immer weiterentwickeln, dass halt wirklich so gesagt wird, okay, dieses Rundenbasiert ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Es gibt zwar noch ein, zwei Vertreter, so Nischentitel oder... Persona 5. Genau. Okay, Nischentitel. Ja, ist ein Nischentitel. Im Westen ist das ein Nischentitel. Ja, natürlich, im Westen ist ein Nischentitel. Aber halt auch speziell Spiele entwickelt werden, die halt noch diese alten Formel besitzen, wie zum Beispiel ein Setsuna, was dieses Jahr rausgekommen ist, was noch die alte Regel noch so hat. Ja. Werden jetzt halt die moderneren Sachen, die auch im Westen gut ankommen, halt immer mehr mit den Action Kampfsystemen halt eher daherkommen. Final Fantasy hat es vorgemacht, jetzt kommt halt Ni no Kuni 2. Ich bin sicher, dass Persona 6 spätestens auch ein Action Kampfsystem haben wird. Obwohl es schwierig umzusetzen mit Personas. Ja. Es sei mal schon die Persona selber, ist natürlich cool. Naja, es gibt ja auch diesen Bedarf für das Alte noch. Und ja. Man muss ja sagen, Persona hat eines der besten Rundentaktik. Beste der Welt. Das ist besser als Final Fantasy eigentlich. Ja. Also das einzige Kampfsystem, was glaube ich von Final Fantasy noch daran kommt, ist das von Teil 8. Ja. Aber gut, das ist auch wieder subjektiv, weil ich finde dieses Draw-System sehr, sehr lustig. Ja. Aber was dieses Jahr auf jeden Fall sehr interessant ist, so letztes Jahr hieß es so, okay, der Spielemarkt in Japan ist tot. Das war so die allgemeine. Und jetzt sitzt man da und denkt so, okay, die absoluten Most Wanted-Titel nächstes Jahr kommen alle aus Japan. Ja. So, und, das ist schon ja, und es entwickelt sich ja auch ständig. Man merkt so, okay, Action-Kampfsystem ist jetzt angesagt. Dann versucht es Final Fantasy. Das ist schon ganz gut, aber auch nicht so richtig toll. Naja. Und dann kommt halt ein Nier Automata und denkt sich, Mensch, Platinum Games, warum nicht? Warum die nicht mal ein Action-Rollenspiel ransetzen? Und du sitzt da und denkst, hey, es ist ein Rollenspiel, aber es funktioniert wie ein Bayonetta. Ja. Und das ist halt wirklich cool. Also, ja, da kommt Gutes aus Japan. Das stimmt. Ach komm, was soll's. Nein. Ich beide hier bei. Hintereinander. Und zwar nehme ich jetzt Kingdom Hearts 3. Das kommt nächstes Jahr. Also dieses Jahr, wenn ihr diesen Podcast guckt. Dieses Jahr kommt das. Bitte. Ja, wir waren so mutig und haben es dieses Jahr auf die, ja, auf die 2017-Liste gesetzt und nicht mehr auf die Unwahrscheinlich-Liste. Auch wenn es so ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber ja, es kann sein, dass es kommt. Es hängt ja damit zusammen eigentlich mit diesem Teil hier. Und zwar mit Kingdom Hearts HD 2.8 Final Center Prologue. Ja. Was für PS4 noch am Anfang jetzt von 2017 erscheinen wird. Die Theorie ist einfach, was ich mir auch so zusammengesponnen habe, so ein bisschen und Gerüchte und so weiter. Es heißt nicht umsonst Final Chapter Prologue. Das heißt also, in Teil 2.8 sozusagen kommt jetzt einmal, was aus Aqua geworden ist, im Land der Dunkelheit. Es kommt der Film aus dem, also sie machen einen richtigen Kingdom Hearts Film sozusagen, der auf der CD drauf ist, was die Ereignisse so ein bisschen vom Schlüsselschwertkrieg, was als Handyspiel rausgekommen ist, zusammenfasst. Und es kommt nochmal ein Remake vom Nintendo 3DS-Teil, nämlich Burst... Nee, halt. Doch. Nee, Nintendo 3DS war Dream Drop Distance. Oh, Dream Drop Distance. Es sind so verschiedene Teile. Ja, naja. Dream Drop Distance, die alle bei 2.8 dabei sind. Und, ja, kann man eigentlich gleich auch erzählen. Ebenfalls, was nächstes Jahr rauskommt, ist wieder 2.8 mit Final Chapter Prologue. Und die Theorie ist halt, okay, wenn jetzt am Anfang des Jahres dieses Final Chapter Prologue, also eigentlich alle Vorbereitungen für Teil 3. Und halt 1.5 und 2.5 auch nochmal für PS4. Auch nochmal für PS4, genau. Ja. Also alle Vorbereitungen für Teil 3, was ja
theoretisch den Abschluss von Kingdom Hearts symbolisieren könnte. Oder zumindest die Geschichte so weit bringen kann, dass man nur noch denkt, okay, jetzt noch Kingdom Hearts 4 und Ende. Also eins von beiden. Man weiß noch nicht genau, ob das Teil 3 jetzt wirklich der letzte Teil wird oder ob sie doch noch einen Teil hinterher schieben. Es sollte mal eine Trilogie werden. Mittlerweile sind so viele verschiedene Teile erschienen, dass man nicht genau weiß, was es wird. Was ist es? Ja, genau. Und deswegen ist die Hoffnung so, okay, vielleicht kommt jetzt Kingdom Hearts 3. Ja. Weil alle Teile für... Ich meine, es ist ja auch... Aus Marketing-Sicht. Wäre es gut. Wäre es doch gut, wenn sie das nochmal rausbringen. 1.5, 2.5 und 2.8. Genau. Und dann, halbes Jahr später, so zur E3 sagen, übrigens, Kingdom Hearts 3 kommt nächsten Monat. Naja, wenn... Oder jetzt. Das wäre noch geil. Also entweder, genau, na jetzt, also wenn... Also, das wäre, wenn, ey, wenn es auf der E3 Square dasteht, Kingdom Hearts 3 kommt jetzt. Dann bin ich am Schreien und quietschen wie sonst was. Das könnt ihr euch schon mal versichern. Also wenn ich hier einfach nur herumrenne und wenn ihr gerade schon schütteln wie blöde und mich freut und Und dann kommt bei Sony The Last of Us 2 kommt jetzt und ich Und dann denkt man so, Scheiße! Death Stranding kommt jetzt! Und dann sind wir beide tot. Weil wir einfach erst Kasper hatten. Oh, nein, also, aber... Es könnte, ist dir klar, dass es durchaus realistisch ist, dass wir durch Videospiele sterben? Irgendeine Ankündigung, irgendwas in dem Spiel, das uns ein Herzinfarkt versetzt. Entweder das, oder falls wir irgendwann VR spielen sollten und ein Horrorspiel spielen sollten. Also nimm uns vor, wenn wir durch Spiele sterben, dann gleichzeitig. Okay, Deal. Aber das würde Klicks bringen. So, wir haben stirbt im Stream. Du so, und ich so... war gut. Okay, wahrscheinlich bei allem, was ich habe, würde eher ich sterben im Stream, aber... Gut. Das wäre trotzdem sehr lustig. Nein, es wäre nicht... Das wäre sehr lustig. Sag das meiner Mom. Ja, meiner erst, oh Gott. Ha. Okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir kennen Square. Ja. Und Square lässt sich gerne gute Marketinggelegenheiten entgehen. Ja. Und bringt vielleicht, ja, 1.5, 2.5, 2.8. Vielleicht kommt die PlayStation 5 ja auch noch vorher. Dafür noch mal raus. Aber ja, wir hoffen halt, dass es kommt. Man muss sagen, alles, was man Kingdom Hearts 3 gesehen hat, sieht so schön aus, sieht so gut aus. Und alles, was bereits an Story so ein bisschen geteasert wurde, bist du... Das zum Beispiel bei mir ist die Story so gar nicht, weil ich halt mit der Reihe nichts zu tun habe. Ich habe bei 1 und 2 zugeguckt, bei meiner damaligen Freundin. Aber es war halt auch immer so, ja. Aber ich habe dieses Gameplay gesehen und dachte, oh, das ist echt schön. Ja. So, das sieht das lustig schön, aus. Das macht Spaß. Und nichtsdestotrotz haben wir dieses Vorhaben, dass du Metal Gear Solid mit mir nachholst, genau, und Kingdom Hearts, weil ich ja auch das Bedürfnis habe, Kingdom Hearts nachzuholen. Ich weiß nicht, ob du das Bedürfnis hast, Metal Gear Solid nachzuholen, aber das wird dir aufgezwungen. Ich sag mal so, jein. So einerseits, nachdem was erzählt, meine Güte, kann ich mal sprechen, nachdem, was du mir alles erzählt hast, bin ich so einerseits so, oh mein Gott, will ich mir das wirklich antun? Aber jetzt denk an Persona 3. Richtig, und dann kommt wieder das Ding, okay, mittlerweile hast du mir bereits Persona nahegebracht, du hast mir Dark Souls nahegebracht. Mass Effect nahegebracht. XCOM nahegebracht. Ich habe dir damals erzählt, wo du damals die XCOM-Review von XCOM 1 gemacht hast, habe ich mir danach das Spiel gekauft. Also bisher habe ich wenig Fehlschläge geleistet. Richtig. Da kann ich mir vorstellen, dass Metal Gear Solid durchaus auch erfolgreich wird, auch wenn ich es wahrscheinlich größtenteils eher sarkastisch vieles sehen werde. Ist okay, es wird bei Metal Gear Solid auch so sein. Wahrscheinlich, ja. Und über vieles lachen werde, wo du sagst, das ist voll ernst. Und ich so, okay, das ist so bekloppt. Aber ich glaube, das werde ich bei Metal Gear selten sagen, das ist voll ernst, sondern eher so, was voll awesome. Es ist völlig bekloppt, aber es ist awesome. Oder so, ja. Ich glaube, auf völlig bekloppt, aber awesome können wir uns einigen. Ja, stimmt. Ja, darauf können wir uns einigen. Bei beiden Reihen. Bei beiden Reihen, ja. Das stimmt wohl. Ja, wie gesagt, also deswegen die Hoffnung ist halt, also ich glaube nicht, dass es direkt zu E3 erscheinen wird, aber vielleicht, dass zu E3 ein Trailer rauskommt, dass sie sagen, jetzt zu Weihnachten 2017 kommt es Fallout. So. Ja, das wäre cool. Es kommt auf der E3 ein Trailer nochmal irgendwie, dann nochmal auf der Gamescom eine kleine Demo, die man spielen kann und dann keine Ahnung, November, Dezember, bam, hier habt ihr Kingdom Hearts 3. Das wäre so meine Hoffnung für 2017, was Kingdom Hearts angeht. Was aber auch cool wäre, auch wenn es mir im Herzen für dich wehtun würde, wenn so käme der Trailer und danach kommt Kingdom Hearts 3 und darunter When It's Done. Oh, das wäre so... vor allem, je länger sie warten, ich meine, Disney stoppt ja nicht. Die bringen eine Welt nach der anderen raus.
Ich meine, mittlerweile weiß man schon, Tangled, also Rapunzel kommt mit drin vor. Mich würde es nicht wundern, wenn mittlerweile Frozen drin vorkommt. Ja, so ein Riesenerfolg, wie das Ding garantiert war. Star Wars, Zootopia und keine Ahnung, was ist. Alter, wenn die Marvel da einbauen, das wäre awesome. Oh, plötzlich kommt Hulk. Weg mit denen. Was, Schlüsselkrieg? Stell dir vor, man bekämpft mit Sora mit dem Schlüsselschwert Loki. Mickriger Gott. Ja, du kannst ja deine Begleiter, die aus den jeweiligen Welt stammen, kannst du ja als Beschwörung sozusagen einsetzen, die halt einmal angreifen. Du kannst so weit beschwören, wie ein Loki. Denn ist ja wirklich, Disney würde mittlerweile so viel hergeben. Oh mein Gott. Das weißt du auch bei diesen LS so lustige Diskussion, dass jemand sagt, Star Wars und Kingdom Hearts. Das wäre schon geil. Und dann so, ey, jetzt muss langsam, also das ist jetzt lächerlich. Und dann so, ernsthaft? Kingdom Hearts wird gehalten von den 13 Säulen der Sinnlosigkeit. Und Star Wars ist das, was es über die Grenze schubst. Wirklich? Es ist nicht die 13 Säulen der Sinnlosigkeit. Aber komm, die Formulierung ist halt geil. Ja, natürlich ist sie geil. Aber es ist nicht... The 13 Pillars of Nonsense. Und Star Wars ist das, was es über die Grenze schubst. Und ich so, ja... Also Star Wars kann ja auch noch rein. Wenn jetzt argumentiert, nein, da kommen noch die quietschigen Disney-Sachen und so weiter rein, sag ich nur... Es gab doch in irgendeinem Kingdom Hearts eine Sequenz, wo du immer deinem Raumschiff lang geflogen bist zum nächsten Planeten. Ja. Das in einem X-Wing. Dann fliegst du da lang im X-Wing und bekämpfst TIE Fighter. Schon hast du Star Wars drin, richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, es kam bereits in Kingdom Hearts 2 Pirates of the Caribbean rein. Also, und das ist eine eher ernstere, also ist zwar lustig, aber trotzdem eine etwas ernster, realistischere Version von ganzen Disney-Comic und Disney-Cartoon und so weiter. Ja. Also durchaus könnte sowas reinkommen wie Marvel oder Star Wars. Also ich glaube, Marvel wird nicht reinkommen. Aber Marvel wäre awesome. Es wäre awesome. Das wäre mega awesome. Also vielleicht kommt mein DC raus. Obwohl DC eigentlich nicht zu King Hearts passt. Er kommt einfach mit einem Teil raus. Ich will das sehen, wie Scarlet Witch oder so auftaucht und die einfach alle fertig macht. So, die kämpfen da für die Rettung der Welt. Und ja. Vor allem musst du bitte vorstellen. Naja, vorhin müssen wir dir mal vorstellen, bei Kingdom Hearts ist es ja so, dass diese ganzen Herzlosen und Schattenwesen und so weiter, die es da so gibt. Groot. Was? Groot. Kann ich das auch so geil wegsehen? I am Groot. Die Herzlosen kommen. Ich bin Groot. Bam. Aber man muss sich vorstellen, die können ja theoretisch nicht normal getötet werden von Normalen, sondern nur durch ein Schlüsselschwert, richtig. Sonst kommen die immer wieder. Das heißt also, selbst wenn die Marvel... Schlüssel Groot. Du hast deinen Arm, aber hast du so einen Schlüssel. Bam, bam, bam. Iron Man hat einfach so aus so Technologien in seinen Arm. Oh Gott, das entgleist. Oh nein. Nein, also ich glaube, Marvel wird nicht vorkommen. Star Wars kann ich mir sogar vorstellen, dass es vorkommt, weil das ist so eine riesige Reihe. Frozen, glaube ich, kommt auch mit drin vor, genau wie Rapunzel. Deswegen dauert es. Das Ding ist wirklich, wahrscheinlich eine große Sache nach der anderen kommt und sie wissen nicht, wann sie stoppen sollen. Ich kann mir vorstellen, dieses Spiel wird einfach so riesig werden. Das ist ja Frozen 2 mittlerweile angekündigt. Ja. Ich stelle mir so vor, wie das so angekündigt wird und alle bei Square so, nein! und die CEO so, okay, wir verschieben das Spiel auf 2019, wir müssen Frozen 2 an. Nein! Übrigens, hier kommt auch schon Star Wars Episode 8. Geht weg! Und ich glaube, 2020 kommt Star Wars Episode 9. Können wir daraus nicht einfach Infinity War machen? Okay. Alter, Infinity War in Kingdom Hearts Universum wäre geil. Doctor Strange kommt noch dazu. Und schließlich den Organisation 13 an. Und dann, oh, es ist geil. Oh Gott. Ich will es jetzt sehen. Ich will das auch sehen. Kingdom Hearts Marvel. Das wird ein eigener Teil einfach für Nintendo 3DS. Oh, das wäre so gut. Also wenn das kommt für New 3DS dann raus, wo dann noch Marvel-Universum mit drin ist. Das wäre so gut. Disney-Charaktere und Marvel. Das und Final Fantasy. Und das wäre so geil. Scheiße. Ha, toll. Also ihr merkt schon, ich bin immer noch mega gehypt. Es tut mir halt immer wieder... Jetzt bin ich auch gehypt. Ja, ist schön. Für Kingdom Hearts 3. Es tut mir halt wirklich im Herzen weh, weil ich einfach die Befürchtung habe, es kommt... 2017 dieses Jahr nicht mehr raus, sondern es wird bestimmt erst frühestens Frühjahr 2018 werden, aber die Hoffnung stirbt bis zur E3 zuletzt, weil wenn auf der E3 ein Trailer, also ich möchte wirklich von Square Enix, dass die halt, also wenn Square Enix wirklich ein eigenes Panel bekommt, dann sage ich sofort, das schauen wir uns live an, egal wann das ist und welche Uhrzeit das ist, das will ich live schauen. Ich hab frei, hängt nur von dir ab. Das kriege ich auch hin, ich kann meinen Planer selber machen. Und dann das wirklich schauen, gucken und wenn da den King Hearts 3 raus, also ein Trailer kommt, dann dieses
Coming Soon oder Coming 2017, dann bin ich ja so. Oh Gott, ich bin so ein Fanboy. Wir haben genug über Kingdom Hearts geredet. Ich das jetzt einfach mal, weil wir dafür über nichts wissen. Das ist, ich wollte auch gerade sagen, weißt du irgendwas über Yakuza? Wollen wir in Japan bleiben oder Japan verlassen? Nein, wir machen jetzt noch in Japan. Okay. Japan. Gott, ist auch in Japan. Ist irgendwas davon nicht Japan? Ich markierte soeben Gravity Rush 2. Ich hatte ja schon immer große Sympathie für Gravity Rush. Das stimmt. Allerdings habe ich noch nie ein Gravity Rush gespielt. Es gab ja auch nur eins bisher. Ja. Es kam nicht erst für die Vita raus. Habe ich nicht. Kam es für PS4 raus. Dachte ich, naja, ob das wirklich so gut ist. Geld dafür bezahlen möchte ich nicht, um es rauszufinden. Jetzt kam die Demo zu Gravity Rush 2. Zarte 20 Minuten lang. Aber hat mich innerhalb von, ich möchte sagen, 5 dieser Minuten vollends davon überzeugt, dass das eine absolute Spielspaßgranate ist. Es ist halt wirklich, du spielst die Protagonistin Cat und sie hat im zweiten Teil auch noch eine andere Helferin, wo ich nicht weiß, wie die heißt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber Clou dieses Spiels ist, das ganze Spiel spielt halt in einer Stadt in den Wolken. Mhm. Und du kannst die Schwerkraft manipulieren. Das heißt, du kannst jederzeit auf R1 drücken, dann fängst du an zu schweben und dann mit R1 überall hinzielen und da dich dann hinschießen. Geil daran ist aber, du nimmst, also nicht nur für dich selber löst du die Schwerkraft auf, sondern für alles in deiner Umgebung. Und wenn du das mitten auf so einem Marktstand machst, fängt halt an, der Marktstand mit dir zu fliegen und mit dir mitzufliegen. Und davon lebt dann halt auch das Spiel. Das Spiel ist dann wirklich, wenn Gegner kommen, fängst du halt an, ein Gravitationsfeld zu erschaffen und die mit Marktständen zu bewerfen und so. Springst an die Wände, kickst denen von der Seite wieder ins Gesicht. Und ja, es ist halt einfach mega geil. Du kannst so einen Special Move machen mit Dreieck, wenn du genug aufgeladen bist und fängst halt an, so wie so ein Propeller zu drehen und einfach durch alle Gegner durchzufliegen, die da sind. Und ja, also in diesem Spiel, es gibt eine Mission, da musst du eine Taube verfolgen. Ich hatte noch nie gerade Spaß, so viel Spaß an irgendwas zu verfolgen. Weil du halt wirklich, dann fängst du an zu schweben, dann schießt du da hinterher, dann schießt du dir vorbei, löst die Schwerkraft wieder auf, justierst dich neu, fliegst wieder dahin. Ist halt wirklich so geil. Ich habe noch nie so eine geile Bewegung im dreidimensionalen Raum erlebt, wirklich. Und es ist halt wirklich, macht wirklich Spaß. Und in der Demo war jetzt wirklich noch nicht mal das drin, was sie an Spielereien alles haben, weil sie machen ja noch eine Form, wo du die Schwerkraft halt mega runterdrehst, sodass du halt total schwer bist, aber wenn du halt einen Gegner triffst, dann zerspringt der halt sofort. Eine mega leichte Version, wo du halt super schnell durch die Gegend fliegst und so. Also, ich kann das, ihr könnt euch mein Demo-Gameplay auf Gaumen Gaming angucken. Ich habe 20 Minuten gespielt und saß danach da, das war toll, das war alles awesome, das hat Spaß gemacht. Woo! Und ja, auch total liebevoll erzählt. Also die Zwischensequenzen werden so in so Comic-Panels erzählt, wo dann so Sprechblasen sind, muss man halt selber lesen. Noch ein bisschen oldschool. Hat ein fantastisches Art-Design, so ein Cell-Shading-Look, wo aber alle im Chat, im Livestream sofort gesagt haben, oh, das sieht ja cool aus. So, und ja, im Stream war es wirklich so, ich habe das präsentiert und zwei, drei Leute, die nur einen PC besitzen, haben halt sofort gesagt, oh, schade, nicht für PC. Also es haben sich alle, die es geguckt haben, sich sofort gewünscht, das auch spielen zu können. Nicht schlecht. Und ja, also Gravity Rush 2, mit die 20 Minuten Demo haben mich so überzeugt, kommt auch im Frühjahr 2017. ja. Das Frühjahr wird unser Tod. Es kommt so viel krankes Zeug. Also wirklich, es ist spielgewordener Spielspaß. Dieses Spiel. Ja. Hört sich gut an. Naja, gut. Nehmen wir die Final Fantasy Teile. Oh Gott. Final Fantasy VII, das Remake von Final Fantasy VII, muss man wohl sagen. Die erste Episode vom Remake von Final Fantasy VII. Ja, soll angeblich 2017 erscheinen. Und dann weiß man nicht, in welchem Abstand dann die nächsten Episoden erscheinen und wie lang die jeweiligen Episoden sind. Ich meine, wenn es so lang ist wie jede einzelne CD, die damals erschienen ist, dann hat man ja jedenfalls einige Stunden also, Spaß. Die offizielle Aussage von Square ist, jede der drei Episoden soll Vollpreisspiel wert sein. Da bin ich gespannt, ob das wirklich so ist. Ja, Final Fantasy VII habe ich zum Beispiel bei Most Wanted mit meinen 20 Punkten belegt, noch vor Kingdom Hearts, was 19 Punkte hatte, weil
ich habe die ganze Zeit überlegt, Kingdom Hearts 3 oder Final Fantasy 7? Das Ding ist halt wirklich, bei Kingdom Hearts 3 ist dieser Witz halt wirklich, ich hoffe, dass es dieses Jahr erscheinen wird. Aber ich bin mir 100% sicher, es wird erst 2018 erscheinen. Ich weiß nicht warum. Es ist auf diese, diese Hoffnung, aber ich bezweifle, dass es wirklich dieses Jahr erscheinen wird. Ja, wahrscheinlich, weil FF7 den... Richtig, den Rang ablaufen wird. Und deswegen gehe ich davon aus, es wird erst im Frühjahr 2018 erscheinen und habe daher den Titel, wo ich sogar eher davon ausgehe, dass es früher erscheinen wird, meine 20 Punkte gegeben, weil beide Titel nehmen sich bei mir nichts wirklich. Ich bin aber auf beide mega gehypt. Also ich meine, wenn ich an diese Reaktion damals denke, wo wir beide dieses gesehen haben, diese Melodie, dieses Ding, 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 Ding und dann diese Bilder und wir dachten, nein, das ist es nicht. Oder doch? Oder nicht? Hä? Ja, vor allem war es so toll, weil wir erstmal völlig ratlos waren, weil wir das halt bei Sony und nicht bei Square gesehen haben. Und wir beide so... Nein, umgekehrt. Wir haben es bei Square geguckt und dann später erst bei Sony. Weil wir uns auch gewundert bei Square, warum nicht mehr Begeisterung war. Und dann war es aber trotzdem so... Taube? Ja. Spielplatz? Und dann ist es so... Moment. Hä? Der Spielplatz ist irgendwie... Moment. Bekannt? Und kommt mir das nicht bekannt vor? Und auf einmal ist dann einfach so... Ich weiß nicht, war irgendwie Legend Comeback oder irgendwie sowas? Ja. Also du hast aber dann etwas, auf einmal ein riesiges Schwert am Rücken von einem blonden Typen gesehen. Ja. Und dann in dem Moment waren wir so, oh mein Gott! Ja, es war wirklich, dieser Text war halt so geil, wie er so sagt, so, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Manche freuen sich auf sie, manche blicken mit Ungewissheit auf sie. Ja. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass sie gut wird. For they are back. Und dann lief Cloud ins Bild. Genau, dann kam Cloud ins Bild und es war so, oh mein Gott, Final Fantasy VII! Und dann, halt, und dann dachte man immer noch, ist das ein Film? Was ist es? Ja. Und dann kam wirklich so Final Fantasy und der Meteor, nicht mal Final Fantasy 7. Genau. Und dann wurde ich so noch ganz kurz gewartet, Remake. Und dann wirklich nicht HD-Remake, sondern einfach Remake. Ja. Also wirklich, und dann kam halt danach so die Trailer, wo halt immer neues Spielmaterial gezeigt wurde, was sie halt schon gemacht haben, so ein bisschen. Und vergleicht dann zu dem alten Final Fantasy 7 das neue. Und man war so, what the und fuck? Und man muss halt wirklich sagen, das ist was als unmöglich galt. Ja. Weil viele Fans wünschen sich immer, dass es remaked wird. Und Square hat immer gesagt, nein, das ist zu viel Aufwand. Das ist nicht machbar. Und Final Fantasy 7 ist halt unbestritten der einflussreichste Teil dieser Reihe. Er hat halt wirklich Final Fantasy und generell Japano-Rollenspiele erst richtig publik gemacht in der westlichen Welt. Ja, und man muss natürlich sagen, das war damals von Square ein unglaubliches Risiko. Wäre Final Fantasy VII nicht erfolgreich gewesen, wären sie pleite gewesen, weil dieses Ding 120 Millionen kostet hat im Jahre 1997. Ja, und das sind Dimensionen, die heute ein Call of Duty, ein GTA kostet. Ja. Und das hat das damals gekostet. Das ist schon krass. Und jetzt kommt es halt als Remake. Mein einziger kleiner nagender Punkt ist, dass es in Episoden kommt. Das ist für mich so... Ja, aber ich habe diese Hoffnung, dass halt... ich habe so ein bisschen diesen Gedanken... Ich meine, Final Fantasy VII damals kam in 4 CDs? 4 oder 3. Drei Discs. 3 Discs kam damals Final Fantasy VII raus. Und jetzt kommen halt 3 Teile raus. Also... Es ist kein großer Unterschied, wenn du so willst. Ja. Nur natürlich kannst du bei einem Disc einfach sofort den nächsten Disc einlegen, um weiter zu spielen. Da musst du halt warten. Die Frage, was sich mir sehr stellt, ist, was ist mit der offenen Welt? Du konntest ja in 7 theoretisch schon überall hin, von Anfang an. Ja. Und was machen sie damit? Und so, aber ja, an sich bin ich natürlich auch. Also ich muss wirklich sagen, es gibt 2 Dinge. Also einmal Sephiroth mit Sprachausgabe im Jahr 2016. Ja. In der Unreal 4 Engine zu sehen. Und dazu nochmal ein neues Orchester richtig aufgenommen. Und Nummer 2, mindestens ebenso cool, aber auf der guten Seite, Vincent Valentine zu sehen. Und vor allem diese ganze Story, die damals durch die Lokalisierung gnadenlos zerstört wurde. Ja. Und man manchmal saß, was ist jetzt passiert? Und man dachte immer, ja, da steckt eine große Story drin, aber die Lokalisierung macht es gerade völlig kaputt. Ja, man kann auch das, weil die deutsche Besetzung war so furchtbar. Ja, und ja, das jetzt alles nochmal neu zu erleben. Und sie haben ja sogar noch Sachen eingebaut, wo viele so waren, macht uns nicht unser Final Fantasy kaputt. Aber es sind, glaube ich, so Nuancen. Ja. Ich fand in dem, was man bisher gesehen hat, dass diese Szene, wo Cloud von den Shinra-Soldaten gestellt wird und einer ihn so, Cloud? Ja. Und er dann so diese Störung hat und dann wegrennt, weil er erkannt wurde. Ja. So, ich glaube, da haben sie gut erkannt,
was nochmal Tiefe reingeben würde, aber sie werden die grundsätzliche Story nicht verändern. Natürlich nicht. Also ich freue mich einfach, ich freue mich auf One Winged Angel, wenn Sephiroth auftaucht und einfach alle Szenen, die so. Also ich freue mich auch, es hört sich böse an, auf den Tod von Aerith. Ja. Es ist halt eine der ikonischsten Videospielszenen aller Zeiten. Wie hat Aerith da von Sephiroth durchstochen wird, wo auch diese geile Spieltheorie vom alten Teil existiert. Naja, sie hat eigentlich überlebt. Cloud hat sie nur ersoffen. Wo jetzt halt mit moderner Grafik halt wahrscheinlich wirklich dargestellt wird, okay, ja, das ist tot. Ja, aber also so viel, wie man dem Geheimnis um Meteor auf den Grund kommt, wie man Genova kennenlernt und so weiter. Generell und so einfach die ganze Stadt einfach mit den ganzen Makroreaktoren und richtig geiler Grafik. Und wie gesagt, wenn sie es richtig machen, Sephiroth ist wirklich einer der tiefgründigsten Gegenspieler aller Zeiten. Immer noch mein absoluter Lieblingsbösewicht in einem Rollenspiel. Und es ist wirklich, selbst, das ist bei ihm der Punkt, selbst wenn sie ihn versauen, selbst wenn sie es nicht hinkriegen, einem nahezubringen, warum der das alles tut, ist er halt trotzdem immer noch der größte Badass in der Videospielgeschichte. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Advent Children, nun lebe in Frieden in meiner Erinnerung. Und die Antwort von ihm ist, Erinnerungen werden mir niemals gerecht werden. Es ist so cool. Und dann danach, und vor allem nach diesem, werden mir niemals gerecht werden. Die Musik, Sephiroth! Und dann ist er verschwunden. Es war so, ich freue mich drauf. Wie gesagt, mein einziger Zweifel ist wirklich dieses Episodensystem. Da kannst du, bitte macht es richtig. Aber, Punkt an Square, Life is Strange hat funktioniert. Fantastisch. Hitman funktioniert. Fantastisch. Von daher traue ich Ihnen jetzt einfach mal zu, dass Sie hier auch genau wissen, wann müssen wir cutten und so. Hoffnung ist natürlich, dass nicht jetzt alle 2 Jahre eine Episode dann kommt. Oh Gott. Dann hast du wirklich so im Prinzip schon, okay, wir sind so gut wie fertig, jetzt müssen wir nur noch den Rest immer genau. Ich meine, theoretisch, sie müssten ja die gesamte Engine, sie haben bereits einen Trailer gezeigt, wo sie gezeigt haben, sie haben alles schon irgendwie in die Engine umgewandelt. Ja. Sie müssen sich ja keine Story mehr großartig aussehen. Sie haben ja die geile Story. Sie haben das Kampfsystem, was sie jetzt von Final Fantasy XV übernehmen. Chocorennen, ey. Ja, und auch diese ganzen beknackten anderen Minispiele. Und ich werde wieder da sitzen und es wird wieder verdammt umständlich sein. Ich werde mir wieder meinen fucking goldenen Chocobo züchten und sie alle wegficken bei den Chocobo-Rennen. Oh, wenn sie die überarbeiten, das wäre so geil. Wenn sie so richtige Chocobo-Rennbahnen machen, wo man dann noch springen muss aktiv. Ja, und so. Das wäre so gut. Also ich verstehe schon, deswegen ist das sogar noch für mich vor Kingdom Hearts 3, weil ich meine, Final Fantasy 7 ist nicht mein absoluter Lieblingsteil, da ist doch davor 8, aber danach kommt Final Fantasy 7 und wie gesagt, Final Fantasy 7 hat meinen absoluten Lieblingsbösewicht. Ich meine, es gibt eine kleine Anekdote, als ich damals in Österreich habe ich mir Live-Konzert vom Orchester angehört, wo sie alle möglichen Final Fantasy Musikstücke gespielt haben. Und habe gedacht, okay, wo bleibt One Winged Angel? Wo bleibt One Winged Angel? Und sie haben es halt nicht gespielt. Und dann ganz zum Schluss kam halt wirklich der Komponist von den gesamten Final Fantasy 7 Musikstücken, generell von Final Fantasy, auf die Bühne. Und dann als allerletztes Stück haben sie One Winged Angel gespielt mit richtig geilem Chor, geilem Orchester. Und ich war einfach nur hin und weg davon, weil es sich so gut anhört. Und ich wieder an Sephiroth denken musste, mit den coolsten Badass Motherfucker on Earth, so hat dem Motto. Deswegen, Final Fantasy VII, das Remake, das es wird einfach gut werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verkacken. Da verkacken sie sogar eher Kingdom Hearts 3. Aber ich glaube, Final Fantasy VII können sie nicht verkacken mit dem Remake. Ich freue mich so auf Yuffie. Ich habe die so geliebt. Ja, oder auch Tifa und Barrett, Vincent, Sid. Nummer 13. Wird auch cool, mit richtig geilem Fell und so. Ja. So. Ich bin dran. Ja. Gut, damit wir mal wieder ein bisschen runterfahren, nehmen wir als letztes Spiel für diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, noch Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Und ich muss sagen, auch wenn du gerade irrst, ich freue mich drauf. Mhm. Denn, Final Fantasy XII kommt nochmal für PlayStation 4, PC und Xbox One. Damit sind dann, glaube ich, alle Final Fantasies bis auf 15 auf dem PC tatsächlich danach. Auf Steam gibt es sie, glaube ich, alle. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2. Kann sein, dass 1 und 2, 1, 2, 3 nicht gibt. Aber 4, 5, 6 und dann ab. Also ich weiß, 3 existiert. Also ich weiß nicht, ob 4 existiert, 5 existiert. 4 gibt's. 4 gibt's?
Okay, dann existiert 3, 4, ich weiß nicht, ob 5 existiert, 6 existiert? Nee, also ab 3 haben sie alle. Okay, dann existiert nur 1 und 2, glaube ich nicht, ja. Weil 1 und 2 noch nie gesehen. Ja, ja, weil das Ding ist, wir beide stehen Final Fantasy 12 nicht besonders positiv gegenüber. Ich noch weniger. Denn wir waren halt gewohnt bis dahin, Final Fantasy ist immer Emotion, ist immer große Geschichte, ist immer viel Japano-Kitsch, der aber funktioniert hat. Und Final Fantasy 12 war dann plötzlich eine sehr nüchterne, sehr belanglose Politik-Story. Ja. So. Wie wir jetzt halt wissen, was ich dir letztes schon mal erzählt habe, war es ja wirklich so, dass die erste Hälfte ja wirklich noch sehr gut wirkte und man dachte, oh, ja. Yeah. Mhm. Und dass dann der leitende Director sehr krank wurde und ein anderes Team übernommen hat, was ganz andere Vorstellungen hatte als er. Ja. Was ein bisschen erklärt, warum das Spiel so geworden ist, wie es geworden ist. Was natürlich im Nachhinein nicht mehr zu ändern ist, aber das Ding ist, ich glaube, ich kann Final Fantasy XII heutzutage etwas emotional distanzierter sehen als damals. Damals war es eine riesige Enttäuschung, weil es kam nach 10, was für mich nochmal so krass emotionale Wucht hatte, gerade als Jugendlicher. Dann kam 12 und 12 war so, ja. Ja, und das Ding bei 12 war wirklich, es wirkte nach Final Fantasy X alles zurückgesetzt, also alles weniger. Ich muss sagen, ich fand sogar die Zwischensequenzen von 10 immer noch schöner als von 12. Obwohl es wahrscheinlich andersrum ist. Ja. Aber trotzdem, 12 hat auch einfach weniger. Davon. Ja, 12 hat auch weniger. Dazu kam halt einfach diese Story. Ja, du bist der kleine Waisenbettler-Sklavenjunge irgendwie in diesem Dörfchen, was ein neutrales Land ist, was erobert wurde vom bösen nördlichen Imperium. Aber mit dem besten Wortspielnamen aller Zeiten. Wir saßen wirklich die ganze Zeit da. Wann kommst du denn endlich? Oh, er wird wahnsinnig. Das ist aber unwahrscheinlich. Oh, so. Ja, also kann man mir sagen, das Spiel erzählt keine gute Story. Nein. So. Und auch die Charaktere, die besten Charaktere sind Bathia und Fran. Ja. So, die Luftpiraten. Die sind noch cool, die sind aber einzigartig. Jetzt aber kommt der Punkt, ich mochte Final Fantasy XII sehr um des Gameplays willen. Ja, das denn, stimmt. Denn es hat ein ähnlich cooles System wie das Sphero-Brett. Nicht ganz so cool, aber trotzdem auch cool mit diesem Schachbrett, was du nach und nach freigeschaltet hast. Obwohl ich da sagen muss, dass es war halt ein bisschen zufallsbasierter. Ja, deswegen. Aber du hast dann halt bei einem Charakter gelernt, okay, da und da ist dieses. Genau. Und bist dann dahin gegangen. Ich mochte sehr das Freischalten der Esper, dass es immer eine eigene Nebenmission war, in der du die Esper besiegen musstest. Mhm. Und ich mochte die Mobjagden. Ich habe sie geliebt. Der T-Rex. So sind diese riesigen Monster nach und nach zu besiegen. Manchmal nur um Haaresbreite sie noch zu schlagen. Ich mochte die Spielwelt. Also alles, was mich abgeschreckt hat an diesem Spiel, war die Story. Und ich glaube, die kann ich heutzutage halt etwas distanzierter einfach sehen. Und kann Final Fantasy XII als das sehen, was ist nämlich ein fantastisches Videospiel. Es ist ein bisschen wie Metal Gear Solid. Es ist ein fantastisches Videospiel, aber ein schlechtes Metal Gear Solid. Also was? Wenn das für PC rauskommt, ich hol's mir. Ich werde mir Final Fantasy XII, The Zodiac Age für PC raus, also wenn es für PC rauskommt, PC holen. Und werde es Let's Play vielleicht nicht unbedingt, aber twitchen, also streamen. Und werde mal gucken, wie meine Live-Reaktion auf dieses Spiel ist. Das Ding ist nämlich, was ich immer gesagt habe, wenn ich mir ein Final Fantasy wünschen könnte, wäre sowas wie von Final Fantasy 7 der Bösewicht, Sephiroth, so ein Sephiroth-Bösewicht wäre dabei. Von 8 zum Beispiel das Draw-System fand ich mega cool und die Esper fand ich dort am besten mit. Draw-System. Gut, das ist Ansichtssache. Von Final Fantasy 9 die Charaktertiefe, die erschaffen wurde. Gibt's kein anderes Final Fantasy hat so eine geile Charaktertiefe und unterschiedliche Charaktere wie Final Fantasy 9. Übrigens, ganz kurz, meine bescheidene Meinung von Final Fantasy 9, alles. Das ist nämlich mein Lieblings-Final Fantasy. Ja. Final Fantasy 10, die Emotionen, also die Cutscenes, ich meine, das hat man noch nie erlebt. Es hat wirklich alles aus dieser PlayStation 2 rausgeholt, was überhaupt möglich war. Und es kam relativ am Anfang der PlayStation 2-Generation raus. Und Oren. Oren als mega geilen Lehrmeister. Und wie gesagt, die Emotionen, die dabei geweckt wurden, möchte ich wieder haben. Von mir aus von 10.2 können sie auch Musik reinbringen. Das war die einzige emotionale Erzählung aus 10.2. Und aus Final Fantasy 12 halt das Kampfsystem. Das war geil. Weil das war geil. Und jetzt haben sie es noch weiterentwickelt als Echtzeitkampfsystem. Was von mir aus auch ganz gut funktionieren könnte. Mal gucken, wie es sich noch weiter in Final Fantasy 15 entwickelt. Von mir aus können sie auch wieder auf Final Fantasy 12 zurückgehen. Das sind die Rezepte aus den ganzen vergangenen Final Fantasy Teilen, die ich gerne in einen Final Fantasy Teil verbunden haben möchte. Damit es ein geiles Final Fantasy wird. Ihr merkt schon, 13 ist so. Ja.
Nein. Ist halt leider. Es ist wirklich für mich. Was man halt nehmen könnte, ich mag das Kostümsystem. An sich mag ich das Kostümsystem das ist, ja, sehr, sehr gerne. Ja, das ist auch ganz lustig, das stimmt. Das ist das einzige Gute aus Final Fantasy X 2. Und 13. Und 13, 3. Ja. Ja. Es war so geil. Ich habe letztens, wo jetzt der Winter Sale war, habe ich mal ein bisschen rumgeguckt und habe bei Hack'n'Slash eingegeben. Rat mal, welcher Teil dabei rauskam. 13, 3. Ja. Und das dachte ich schon so, wow, dass ein Final Fantasy bei Hack'n'Slash vorkommt. Ist aber auch falsch einsortiert da, trotzdem. Ja, ja, aber trotzdem, dass die Fans machen ja die Tags bei Steam selber. Ja. Und dass die Fans sagen, das ist Hack'n'Slash, ist schon so ein Ding, wo ich dachte, jupp, geil. Ja. Aber das ist halt der Punkt, wie du gerade sagtest, Kampfsystem aus 12. Ja. Und 12 ist spielerisch ein wahnsinnig guter Teil. Spielerisch hat es Spaß gemacht. Ich glaube, dass der auch heute noch standhält, spielerisch. Ja, das Ding ist halt wirklich nur, für mich war damals, wo ich noch so jung war, Final Fantasy war halt Final Fantasy. Es hat Geschichten erzählt, die mich bewegt haben, die mich zum Grübeln gebracht haben, wo ich dachte, jawohl, und jetzt geil und boom. Das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, heutzutage kann man es emotional distanzierter sehen. Ja, deswegen sage ich ja, wenn es rauskommt für den PC, hole ich es mir, um es nochmal zu spielen, um mal zu gucken, wie ich darauf reagiere jetzt. Ja. Vielleicht macht es mir wirklich Spaß, dass ich mehr... Ich wäre dabei übrigens. ...mit Van vielleicht zusammenhänge und keine Ahnung was. Weil das Ding war auch bei mir... Die ganzen Charaktere von Final Fantasy, ich konnte mit jedem irgendwas anfangen. Ich konnte mit Cloud was anfangen, mit Squall, mit Zidane, mit Tidus. Und da kam Vaan. Und Vaan war so... Und Pinello! Und Pinello. Also Vaan und Pinello, und es war so... Ja... Ist... Also, ja? Also ich wirklich, was ich vermisse, und was 15, ich hoffe, es kommt noch, aber was 15 mir bis jetzt noch nicht gegeben hat, ist dieses... Dass man wirklich große Monster jagt. Also, das war so geil. Es kommt doch schon, wir haben doch schon eins gesehen. Ja, aber es wird doch später eine Quest sein. Aber ich erinnere mich in 12, wo man dann in dieser Wüste bestimmte Bedingungen erfüllen musste, damit dann auf dieser Insel diese Schildkröten auftauchen. Mhm. Und in diesem Kampfsystem, wo du dann diese Ekstase-Moves aneinander rein konntest und dann im richtigen Moment drücken musstest, damit die Combo weitergeht und so. Das war halt so geil, wie dann Vaan irgendwie seine Energiebälle geworfen hat und dann kam Ash mit ihren Zaubern und so. Du musst dann immer im richtigen Moment drücken, damit du die nächsten auch noch aktivieren kannst. Es war alles so geil. Ja. Also ich erinnere mich auch noch an so eine coole, wo man den Phönix in der Wüste oder im Gebirge oder sowas gejagt hat, der extrem mächtig war für das Level, was ich damals hatte. Also ich glaube wirklich, ich würde heute immer noch da sitzen und sagen, okay, die Story war nicht gut, aber das Spiel an sich ist gut. Das Kampfsystem ist gut. Und damit der Großteil des Spiels. Das Kampfsystem ist gut. Ich gebe ja zu, Final Fantasy 12 hat eines der coolsten Kampfsysteme der Final Fantasy Reihe bis zu dieser Zeit. Der Rest ist so meh. Ja. Damit schließen wir diesen Teil des Podcasts ab. Ich glaube, wir haben den größten Teil aller Japano-Spiele abgeschlossen. Ja, oder? Ein paar kommen noch, aber. Ja, gut, das da, naja. Allermeisten haben wir. Oben ist noch ein großes. Ja, unter Kingdom Hearts ist noch ein großes Spiel aus Japan. Gut, stimmt, aber das ist ja auch zum größten Teil, okay, das da noch. Ja. Naja, ja, gut. Aber, das aber den größten Teil der Japano-Rollenspiele haben wir in diesem ersten Podcast abgeschlossen schon mal. Ist ja auch nicht schlecht. Wir haben es mit 3.50 Uhr morgens. Passiert? Ja, 29.12. In zwei Tagen haben wir Silvester. Nun gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. War wieder so lustig. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Spielen, die wir bis jetzt genannt haben, haltet. Auch gerne, was ihr generell, auf was ihr euch am meisten freut, was wir vielleicht noch gar nicht genannt haben, was im nächsten Podcast vielleicht erst kommt, im Jahre 2017. Und ansonsten nochmal frohes Neues. Ja. Weil schließlich ist es immer noch der allererste Podcast, der jetzt 2017 rauskommt. Podcast 97. 97, ja. Oh Gott, weiß das bald wirklich unser Live-Podcast kommt? Ja. Das wird lustig. Ja, wie gesagt, Podcast 97. Zwei Stück kommen auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar noch drei, wer weiß. Aber eigentlich müssen es zwei werden, weil der 100. Egal, wie lange wird. Dann wird halt der letzte, wenn wir jetzt nochmal zwei teilen müssen, wird 99.5. Ja. So. Oder 99.9. Ja. Finde ich eigentlich natürlich 99.9. Ja. Jedenfalls. Nee, der wird 99.8 Final Chapter Prologue. Ja, genau, das ist gut. Jedenfalls danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Schönes 2017. Wir hören uns in unserem nächsten Podcast oder einen unserer anderen Projekte, vielleicht auch bei Graumen Gaming. Bis dahin, euer The Ramen.
und euer Gauton. Ciao.